Hallo liebe Leute, ich bin Jesuanji, das war mein Epic-Intro. Ich weiß, es ist ein bisschen lang, das ist auch gewollt, weil ich dann noch ein bisschen Zeit habe, mich ein bisschen vorzubereiten und bla. Ich hoffe mal, dass das jetzt alles funktioniert. Ihr habt natürlich noch kein Bild, das ist auch so gewollt. Weil gerade eben hatte bei mir noch alles ein bisschen rumgespackt, was mein Ava Media Center angeht. Ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. Jetzt kriegt ihr auch ein Bild. Hier sind wir. Dead Rising 2. Ich mach mal Start drücken und so, und ihr sagt mir, wie es mit Soundqualität und so aussieht. Und ihr sagt mir, ob ich ein neues Spiel starten soll oder ob ich beim alten weitermachen soll, einfach ein bisschen rumrennen und bla und Spaß und Halleluja. Sound ist gut, Bildstörungen haben wir nach wie vor, kann ich nichts dran ändern, das tut mir natürlich leid. 1A Qualität, also sagt mir neues Spiel oder ja, weitermachen. Am Anfang hätten wir halt viele Cutscenes und sowas. Wenn wir jetzt kein neues Spiel machen, dann würde es halt gleich zur Sache gehen. Weitermachen, 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 weiter, alt, weiter, egal, alt, alt, bla. Ist mir egal, ich habe jetzt Lust, ehrlich gesagt, den alten Speicherstand weiterzumachen. Deswegen laden wir den Content. Ja, ich hoffe, ihr habt alle gute Laune mitgebracht. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's relativ gut eigentlich. Ja. Mal sehen, wer ist denn alles so im Chat? Oh, The Seeking Guy ist im Chat. Hey, Junge, du kriegst mal ein bisschen OP von mir. Ich glaube zwar nicht, dass du lange da sein wirst, weil du irgendwie nie lange da bist, aber who cares, ne? Who cares? Übrigens, Seekin, wir können gerne aufnehmen. Jetzt kannst du dir ja ein Bild davon. Ja, meine Grafikkarte meldet sich. Jetzt kannst du dir ja ein Bild davon machen, wie die Qualität ungefähr wäre. Hallo Rebecca. Skip. Ich will nicht mit dir reden. Ich habe jetzt meine Grafikkarte extrem runtergetaktet, dass die nicht so, ja, abgeht. Momentan, ja, das Aliasing läuft eben noch nicht so gut, beziehungsweise das V-Sync. Das Bild ist ein bisschen getiert, aber gut, das wird man im Stream wahrscheinlich nicht so wirklich sehen. Und watch out!
203 Kills. Wir nehmen uns hier noch so einen Vorschlaghammer mit. Hallo. Hallo. Jo. Und so. Ihr dürft natürlich gerne im Chat schreiben, was ich so machen soll und bla. Muss ich jetzt echt noch mit der reden? Ich hab doch gerade mit ihr geredet. Talk. Feeling better? Let's get going. Okay, my dear. As you wish. Hallo, Rebecca. Bam! Oh, tut mir leid, habe ich dich erwischt? Excuse me, my dear. Oh, und ich weiß schon, was wir vergessen haben. Online-Status. Wo war das nochmal? Voreinstellungen. Online-Status. Beschäftigt. Chillige Musik. Na, machen wir weiter. Ich habe rausgefunden, dass man hier irgendwo krass abkürzen kann, beziehungsweise krass die Zombies umgehen kann, indem man irgendwie auf den Gerüsten da rumläuft. Jo, gucken wir mal. Was gibt's hier so? Hier ist nichts. Dann gehen wir wieder. Let's move! Halt doch die Klappe! Ich hab hier das Sagen. Ich sehe einfach so cool aus. Hallo. I don't think so. I think so. I speak a very bit better English than you. A very bit. Ja, klar. Wir kämpfen uns einfach mal. Och, komm, Mädel. Chill. Aua. Aua. Ich hab gehört, du willst auch noch was von mir? Hier, bitteschön. Du auch? Kannst du haben. Hallo? Hallo? Und goodbye. So, was schnappen wir uns denn Cooles? Eine Stange. Die ist nicht cool. Wir könnten stattdessen auch ein bisschen was lesen, einfach. Jo. Ja, Jo, ist klar. Ist klar. Autsch. Autsch. Und? Autsch. Na, Waffe kaputt. Dann holen wir uns eine neue. Ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich machen müssen. Wir rennen einfach mal hier so durch die Gegend. Don't get hurt. Oh, gut. Gut, dass du es mir gesagt hast. Sehr gut. Danke. Soll ich aushelfen? Ich habe hier ein bisschen was. Äh, 250 Zombies killed. Ich bin so gut. Jetzt könnte ich langsam was zu essen brauchen. Also Leute, wenn ihr irgendwo irgendwas wisst, ne, da und da ist eine coole Waffe, da und da ist was zu essen, hier und da gibt's Zombrecks und so ein Zeug, dann sagt es mir. Aber beachtet den Delay. Und schreibt mal in den Chat, Leute, was haltet ihr von meiner Homepage? An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an The Seeking Guy für seine tatkräftige Mithilfe und Geduld. Du weißt, was ich meine. Und ja, sagt mal, was haltet ihr von der Homepage? Das Design an sich gefällt mir noch nicht so gut. Also es ist halt irgendwie ziemlich weiß und so. Aber das kann man sicher noch fixen. Und wir gehen durch die Tür. Lade Screen. Dann kann ich mal gucken. Nein, kann ich nicht. Oh, Cutscene. Ach, die hatten wir doch gestern schon bei Mibo. Mibo, klar, Mibu. David. Und wieder epische Musik. Ja, ich suche mir was anderes zum Anziehen. Irgendwas Cooles. In Bastelräumen sind immer coole Waffen zum Kombinieren. Ja, ich sag dazu immer gerne Workbench. Zu viel Minecraft. Jetzt können wir mal gucken, was in Skype so abgeht. Seekin hat mir geschrieben. Lol. Lol. Ja. Bla. Ja, langer Ladescreen. Ich liebe Ladescreens. Ich liebe sie.
Kleidung, Klamotten, Nahrung, Waffen. Damit habe ich so ziemlich alles aufgezählt, was man in diesem Spiel brauchen kann. Sombrex vielleicht noch und das war's dann eigentlich schon. Schrei doch nicht. Ich hab's selber zu tun hier. Ich brauche was zu essen. Ganz dringend. Hier ist doch bestimmt irgendwo. Ah, Nahrung, Nahrung. Snack. Gib mir einen Snack. Oh, geht weg. Gib mir. Ah. Oh, Essen. Ein ruhiges Plätzchen zum Essen. Oh ja. Das hat richtig viel gebracht. Komm schon, haut mal alle ab. Ich brauche mehr zu essen. Ey, du lebst noch? Oh Mann. Oh damn. Waffe weg. Oh, nein, das ist keine Waffe. So. Wir decken uns mal komplett ein mit Snacks. Wir leben ungesund. Und ziehen uns mal das ganze Zeug hier rein und holen uns ein bisschen was auf Vorrat. Und das Magazin hier, ganz ehrlich, das bringt's nicht. Das kommt mal weg. So, ein bisschen Snacks mitnehmen. So. So ist das in Ordnung. Dann schauen wir doch mal hier, was dieser Kerl zu verkaufen hat. Coole Mützen. Da decken wir uns schon mal ein mit einer coolen Mütze. Das sieht jetzt richtig cool aus. Oh ja, Mann, du hast es drauf. Hä, habe ich dich nicht gerade erschlagen? Gibt's hier irgendwas zum Anziehen? Nö. Dumme Mütze. New Message. Bla, short-sighted, bla. Bla, bla. Machen wir doch einfach mal... find Katie Sombrex. Verrückter Mongo. Find Katie Sombrex. Ja, klasse. Ich hatte gehofft, er zeigt mir vielleicht an, wo Sombrex ist und so. Dann eben nicht. Vielleicht gibt's hier was zum Anziehen. Ne, hier gibt's so ein. Ich weiß nicht, wie heißen die Dinge. Guck mal. Verdammter Zombie! Hier, die Dinger da, wie heißen die nochmal, diese Finger? Ich hab das vergessen, ich vergesse das regelmäßig. Eieiei, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Mensch! Weg von mir, lasst mich in Ruhe. Stöhn nicht rum. Zieh dir lieber was an. Wir nehmen uns wieder ein bisschen was zu essen. Hau rein, Junge, du kannst es brauchen. So, oh, das sieht so sexy aus. Kombinieren. Was können wir denn hier so kombinieren? So, Leute, wir haben eine Machete haben wir. Was haben wir noch so? Wir haben Dynamit. Können wir daraus irgendwas basteln? Geht das? Frage an euch und so. Können wir aus dem, was wir haben, irgendwas Cooles machen? Nein, das geht schon mal nicht. Vielleicht hier mit der Machete. Eine explosive Machete vielleicht? Nein. Draußen ist ein Feuerlöscher. Was kann ich damit machen? Besen plus Machete. Dynamit mit Feuerlöscher. Okay, probieren wir das mal aus. Dynamit mit Feuerlöscher. Wo ist der Feuerlöscher? Hier ist ein Besen. Den können wir mit der Machete kombinieren, habt ihr gesagt. Hier ist Rebecca. Hier sind Zombies. Wo ist der Feuerlöscher? Dynamit mit Feuerlöscher, ja, ist klar, wo ist der? Ich habe hier eine Müllkarre, mit der fahre ich jetzt rum. Hui! Vielleicht finden wir auf dem Weg einen Feuerlöscher. So, ich habe keine Waffen, das ist natürlich äußerst sinnvoll. Wo ist der Feuerlöscher? Draußen, okay. Ganz draußen. Ganz draußen, okay, ganz draußen. Was, definiere ganz draußen. Wir kombinieren jetzt erstmal... Jesu wird diese Mission nicht schaffen. Da könntest du recht haben. Kombinieren wir doch einfach mal den Besen und die Machete. Place Item. Wo ist der Besen hin? Habe ich nicht eben den Besen dahin gelegt? Oder habt ihr mir wieder Schwachsinn erzählt? Wo ist der Besen? Hä?
Habe ich nicht gerafft. Achso, von der Zeit her werde ich es nicht schaffen. Damit kannst du auch recht haben. Wie gesagt, fully blind, FTW. Wir holen uns. Ah, hier ist der Besen. Na klar, super. In dem Werkraum ist ein Feuerlöscher. Hier ist ein. Oh, oh, natürlich. Klar. Combine! Yeah! Du bist so ein Gangster. Oh yeah! Pull Weapon! Needs more Chainsaw! Excellent! So, dann. Wieso habe ich das jetzt gegessen? Das war reichlich sinnlos. Place Item. Nein. Ich will gerne den Feuerlöscher. Combine! Oh, das sieht gut aus von hinten. Ja, das sieht gut aus. Yeah, und wie er sich immer freut. Oh lol, was ist das? Leute, was kann ich damit machen? Jo. Was kann ich damit machen? Diese Konstruktion macht mir etwas Angst. Ein bisschen. Vor allem, weil sie sehr provisorisch zusammengebaut wird. Werfen und einfrieren. Bum bum. Spezialangriff explodiert alles. Die Zombies einfrieren. Bombe. Ja, damit kannst du Leute killen. Da! Gut Siegen, gut Siegen. Lol. Yay! Haut rein! Definitiv. Nicht schlecht. So, dann gehen wir mal zu unserer lieben Rebecca. Wir sind ja ausgerüstet jetzt. Und Ladescreen. Bitte, Jesu. Was denn? Wie kann ich helfen? Here, let me try. Don't bother. It's locked. It's locked. You've got some interesting skills for a reporter. No one ever got an award playing by the rules, Chuck. Let's play like a lady. Erwähn meinen Namen. Ja, das ist Lixen. Wer Lixen nicht kennt, unbedingt mal auf www.let's play like a Lixen. Und da werdet ihr fündig. Wow, looks like somebody didn't like the show much. Damn it. There's nothing here that we can use. Everything's been destroyed. Chuck, check this out. Chuck, check this out. Eine Kameramann. Eine Kameramann, sehr gut. Eine Kamera. Ein halbnackter Mann und eine Frau und eine Kamera. Was ihr davon haltet, das ist euch überlassen. What is it? What's wrong? It's Sullivan. He saw you on the TV. You better get back here. He's threatening to kick Katie out. I'm on my way. Katie. Wait, who is that? Stacy. Forsythe. The leader of Cure? I guess. Die beiden sollten das. Die beiden sollten das Outfit tauschen. Ja, ganz meine Meinung. Wirklich. So, oh, wie sie sich freut über die Kamera. Ich will nicht wissen, was da so drauf ist. Drinking too much will make Chuck sick. Case file, scheißegal, wir machen weiter. Und holen uns was zu essen. Viel Blut. Blut. Ja, heb mal das Essen auf. Snack. 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 Hallo, du störst mich nicht. Nein, das ist sinnlos, wenn ich da renn, renn, lauf, bla. Lasst mich in Ruhe! So, hier vorne ist eine Ansammlung von Kreaturen. Okay. LOL! Okay, das war Epic Fail. Da hätte ich ein bisschen weiterwerfen müssen. Aber hat gut funktioniert. Nein, ich wollte eigentlich nichts essen, ich wollte meinen Besen, danke. Oh, die tauen ja wieder auf, die verdammten Penner. Spürt meinen Besen!
Ich laufe hier in die falsche Richtung. Damn. Du kannst deine Besenmachete mit Rakete verbinden. Okay. Wenn du mir sagst, wo noch irgendwo eine Rakete ist und so, dann mache ich das sogar sehr gerne. So, Ladescreen, Seekin ist weg. Endlich sind wir unter uns. Und, irgendjemand schreibt mich in Skype, nicht in Skype, ja, da auch, aber in Steam. Eingehende Chat-Aufforderung. Vergiss es. Nebenbei können wir auch noch in, Ding. Bla. Skype, FTW. Time until military arrives. So, da ich unglaublich faul bin, lassen wir uns mal hier vorwärts transportieren. Gucken wir mal auf die Uhr. Zeit wird knapp. Dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen laufen. Und viele, viele Kreaturen. Und ein Kombinierraum, eine Workbench. Hui. Firework, ist das so eine Rakete? Die ich benutzen... Hau doch ab! Das ist mein Bereich hier! Das ist meine Welt! Close door. Ah, haut ab! Close. So, dankeschön. Jetzt sind wir unter uns. Ist das so eine Rakete? Ja. Einer sagt ja. Dann probieren wir das mal. Hm. Ja, kann ich nicht. Ich kann die Besenmachete hier nicht hin tun. Dann nicht. Hier hätten wir eine Autobatterie. Hier hätten wir eine Maske. Ich werde jetzt Steam beenden, weil ich irgendwie ständig hier angeschrieben werde. Völlig sinnlos und ohne Sinn. Moment, das ist die Bezeichnung sinnlos. Okay. Und wir machen die Tür auf. Lol. Moment. Hui! Haut das rein. Das erinnert mich an Left 4 Dead und Rohrbomben. Aber irgendwie scheint das die nur anzulocken. Und meine Waffe ist weg. Super, dann schnappen wir uns so einen Wheelchair. Damit kommt man schneller voran. Hui! Ich will jemanden Aufgaben. Aufgaben, komm. Ich will jemanden. Hallo. Boom. Ja, ich hab dich. Oh, verdammt. Das war Fail. Ja, essen wir das einfach schnell. Nehmen wir uns einen Stuhl. Und einen Burger. Aber erstmal machen wir die zwei. Oh. Hamburger. Lecker. Mmm. Njam, njam, njam. Jetzt brauche ich nur noch irgendwas, was reinhaut. Ich will Bullen reiten. Wo war der Bulle? Oh, hier, das ist auch lustig. Das machen wir mal schnell. Geld sammeln! Yeah! $180, immerhin $80 Gewinn. Hallo Jungs, what's up? Ich habe einen Hamburger. Oh, krasse Musik. Oh, du hast ein Messer. Gib mir dein Messer. Ich werde jetzt meinen Hamburger essen. Hat die hat eine Hand in der Hand? Die hatte eine Hand in der Hand. Ist das echt eine Hand? Oder bin ich dumm? Mann, reiche mir ein Messer. So, ist das jetzt eine Hand oder was ist das? Oh, lass mich doch mal in Ruhe hier. Oh. Natürlich, der muss mich noch mal anfallen hier. Damn. Wodka. Hunk of Meat. Ach, einfach nur ein Stück Fleisch. Okay, auch nett. Noch ein Messer. Und Wein, das ist natürlich wichtig in sämtlichen Lebenslagen. Wenn es kritisch wird, dann ziehen wir uns ein bisschen Wein rein. Und das haut ganz schön rein. Hallo.
So, hier müsste irgendwo noch ein Breitschwert sein, wenn mich nicht alles täuscht. Au! Wo ist das Schwert? Oh ja, da ist das Schwert. Mm. Erst holen wir uns die Gitarre. Ja, das musste jetzt natürlich nochmal sein. Und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir was anderes zum Anziehen uns besorgen. So, hier ist unser Breitschwert. Jetzt kann uns keiner was. Puh. Schön in der Mitte durch. Und genug gemetzelt. Wir gehen fröhlich weiter. Und... Jo, wie viele Viewer haben wir eigentlich? 187, das ist stark, Leute. Super, finde ich super. Echt super. 187, ladet eure Freunde, Verwandten und Haustiere ein. Können auch mitgucken. Jeder kann Spaß haben. Skype, ich werde angeschrieben. Nein, das ist die Konfi. Military arrives in 64 Stunden. So, ich denke mal, hier gibt's was zum Anziehen. Superhero Boots. Und Hanger. Nein, einen Kleiderbügel will ich jetzt nicht. Shopping Boxes, lass mich mal in Ruhe. Nein, Kleiderbügel. Oh, ja, das ist auch die Kinderabteilung hier. Da werde ich wahrscheinlich nichts zum Anziehen finden. Das ist natürlich jetzt dumm. Ein Bekleidungsgeschäft, ja, aber falsche Größe. Da passen meine ganzen Muskeln nicht rein. Da vorne gibt es bestimmt irgendwas. Illusions, Astonishing Illusions. Oh nein, das ist auch Kinder. Kindergeschäft. WTF. Oh, time expired. Das ist schade. The truth has vanished. Bin ich jetzt tot? Nö, continue. Hier gibt's Jelly Beans. Die hauen wir uns mal schnell rein. Hat ja viel gebracht. Ja, komm, nimm die Gitarre. Was kriegt man hier noch so? Lavalampen und Raketen. Und einen Bär, der komisch rumtanzt. Bring den Teddy zu Katie. Meinst du das jetzt ernst? Lass mich mal durch! Mensch! Ich will mir doch nur was zum Anziehen besorgen! So, was haben wir hier? Das sieht nach Anziehen aus. Ja! Polo-Shirt und Blue-Jeans. Killer! Oh, ja, super! Killer. Jetzt noch so einen coolen Hut. Oh yeah. Oh yeah. Direkt aus der Mafia. Was? Nein. Du sollst doch nicht. Oh Mann. Du bist so ein dummer Idiot. Du sollst hier draufhauen. Geh drauf. Geh drauf. So, Return Clothes. Nein, 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 nein. Fedora-Hut. Oh ja, oh ja. Bring den Bär zu Katie. Ja, habe ich davon irgendwas, oder? Oder nicht? So, jetzt brauchen wir natürlich noch coole Schuhe. Black Dress Shoes. Oh ja. Wieso werde ich kontinuierlich angefallen, wenn ich mir was anziehen will? Mann! Haut doch alle ab! Ich will mir doch nur was anziehen! Oh, das war eine empfindliche Höhe. Das war uncool, das war uncool. Naja, da liegt mir jetzt wieder was auf den Lippen, aber das kann ich jetzt nicht bringen. Das kann ich nicht bringen, es ist noch nicht nach 22 Uhr, es gucken Minderjährige zu. Das kann ich nicht bringen, tut mir leid, Leute. Wir holen uns was zu essen, denn sonst werden wir sterben. Und das ist nicht so gut. Hier gibt es nichts zu essen. Aber hier gibt es eine coole Sonnenbrille. Und die muss ich besitzen. Oh yeah.
Sweet. Sweet. Mann, du bist der einzige Mensch, der es schafft, zu sprechen, ohne den Mund zu bewegen. Du bekommst 10.000 PP, wenn du... Was wissen du von mir? Leute, ich hab doch fast nichts. Ich hab fast kein Leben. Greif mich doch nicht an. Ihr seid ja wahnsinnig. Oh nein, jetzt bin ich tot. Super, super. Super. Ja, Lynn. Was? Was soll ich tun? Super, ausgeraubt. Bis auf den letzten. Bis aufs letzte Hemd. Super, ganz toll. Klasse, ja. Wenigstens mein Geld ist noch da. Das habe ich mir in die Unterhose gesteckt. Da hatten sie Respekt davor. Ich muss jetzt meine Wut rauslassen. Meine ganzen coolen Klamotten. Meine ganzen coolen Klamotten. Und schon wieder... boah. Nee, nee, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Mm-mm. Den Teddy zu Katie. Ja... Ich, dann bin ich aber nicht so mobil, wenn ich den Teddy mit mir rumschleppen muss. Weißt du, dann habe ich diesen blöden Teddy und kann keine Waffen benutzen und sowas. Ja, Blowjob, da schreibt schon einer. Ich hab ja mal eine super Geschäftsidee entwickelt, die heißt Blow2Go. Das ist sowas wie der McDrive, nur eben ein bisschen anders. Wäre bestimmt super. Wir ziehen uns erstmal coole Chucks an. Chucks für den Chuck. Dann wären noch ein paar Waffen cool. Lass mich mal durch, Jungs. Aber mein Messer! So, Kleidung. Kleidung. Tunemakers. Das klingt sehr nach Musik und Gitarren. Sehr schön. Oh, eine Akustikgitarre. Einmal Drums. Einmal was zu trinken. Super. Large Soda for Master Yoda. Schlechter Reim. Eine Workbench. Türen schließen bitte. Maintenance Room. Türen schließen. Oh, das tut mir leid, Junge. Ja, genau. Zieh dich mal zurück. Autobatterie. Elektrik. Was? Elektrikgitarre plus Speaker. Elektrikgitarre plus Speaker. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier ein paar coole Lautsprecher finden. Hier ist ein Speaker. Aber erstmal müssen hier ein paar Leute abhauen. So. Hier hängen ein Haufen Gitarren. Bassgitarre, auch cool. Geht es mit einer Bass auch? Rollstuhl und Batterie. Ja, ich kann nicht alles auf einmal bauen. Place Item. Lol. Läuft nicht. Okay, ich... Mit dem Bass geht's offenbar nicht. Also brauchen wir eine Elektrikgitarre. Das ist eine Elektrikgitarre. Die legen wir da vorne schon mal hin. Place Item. Hallo. Speaker. Ist das hier ein Speaker? Probieren wir es einfach aus. Schaden kann's nicht. Combine! Achtung, coole Musik incoming. Yeah. Let's kick some ass. Shit. WTF? Oh my god. What the fuck? What the hell? Was ist das? Und wieso ist da so viel Klebeband dran? Oh lol. Wie habe ich das gemacht? Leute, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach X gedrückt. Wie habe ich das gemacht? Cool. Geht es nochmal? Oh ja, Special-Angriff. Okay, super. Cool. Schon ein bisschen krank, dass ich mich an sowas erfreuen kann, aber gut. Warte, was habt ihr gesagt? Rollstuhl und Batterie? Glücklicherweise ist hier ja ein Rollstuhl. Nein, ich möchte... Oh, ich will den Rollstuhl. Schwer in der Handhabung, so ein Rollstuhl. Kann ich den da so... Wie kann ich denn den dahin tun? Geht das? Ah, so.
Place Item. Zack. Batterie. Liegt doch hier bestimmt eine rum. Super. Wir machen erstmal die Tür zu. Close. Super. Ich wollte aber eigentlich reingehen. Ganz großes Kino. So, jetzt sind wir ein bisschen unter uns. Hier ist eine Batterie. Combine. Yeah. Bring it on. Bring it on. What the fuck is that? Oh my god. Was ist das? Leute, was ist das? Und wieso ist da auch so viel Klebeband dran? Wieso sehen dem seine ganzen Konstruktionen einfach nicht TÜV geprüft aus? Kann doch nicht wahr sein. Oh lol. Ah, Strom. Nice. Hallo. Schön, sehr schön, sehr, sehr schön. Level up. Health increased. Combo card acquired. IED, Box of Nails und Propantank. Oh, schön. Super, super. Lol, was geht mit euch? Hey, oh nein, das hatten wir doch schon. Tomahawk, gib mir deinen Tomahawk. Gib es mir. Was ist das hier eigentlich? Orangensaft, lecker. Haut mal ab. Mann. Boah, ihr nervt mich. War's das jetzt mal? Nein. So. Nein, immer noch nicht. Oh, sag mal, habt ihr das ewige Leben oder was? Ich denke, dann wird's mal langsam Zeit. Dann wird's mal langsam Zeit für das hier, was immer es ist. Wow! Geil! Lol. Das ist cool. Das ist richtig cool. Und was ist das? Loading? Irgendwas passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Epische Cutscene, die ich schon kenne. Es ist 7 Uhr. Und er ist hässlich. Wow. Auf den Schock muss ich erstmal was trinken. Keine Zeit, okay, schade. So, jetzt, hier ist ganz viel zum Anziehen. Da kann ich mir doch bestimmt was... Nicht? Nee? Sicher? Wieso kann der das Zeug nicht... Ah, Sporty Tracksuit. Yeah, smooth. Oh ja, oh, Mann, oh. Meine Damen, ich denke, hier gibt es was zu sehen. Das ist doch mal... Mhm. Mhm. Schade, dass ich nicht schwul bin, sonst würde mir hier glatt einer abgehen. Vielleicht gibt es hier was anderes zum Anziehen. Sportliche Schuhe. Ja. Ja. Es laggt. Ja, das tut mir leid. Weiter runter kann ich die Qualität schon nicht mehr stellen. Ist schon ziemlich auf Minimum, sonst habt ihr Pixelsalat. Bla. Vertraut auf meine Internetleitung. Und dann wird das. So, aber ehrlich gesagt will ich nicht in solchen hässlichen Klamotten rumlaufen. Ich möchte eigentlich irgendwas mit Style anziehen. Zum Beispiel schwarze Schuhe. Hier gibt es Schmuck, den kann man mit Taschenlampen kombinieren. Dann gibt es ein nettes Lightsaber. Collegiate Ensemble. Ja, das sieht annehmbar aus. Auch wenn es nicht so ganz meinem Geschmack ist. Hey, lass mich in Ruhe. Oh, Plate Suit. Nein,
Oh, du sollst nicht. Boah, du bist so dumm. Du sollst nicht mit Schmuck werfen. Hier, anziehen. Mach mal. Oh ja. Hässlich. Aber gut. Wen interessiert's? Machete? Können wir die noch mitnehmen? Oder geht dann irgendwas drauf? Das ist unser... Was ist das denn? Das ist unser Bass. Aber die Machete, glaube ich, haut mehr rein. Zumindest trennt die Körperteile ab und das ist schon mal sehr gut. Oh, short-sighted. Haben wir fast verloren. Sehe ich nur gerade. Wenn man mal hier auf die Leiste hier guckt. Ja, egal. Egal, egal. Jesu rennt morgen in die Stadt und kauft sich einen Anzug. Hey, Mann! Woher kennst du meine Pläne? Chefknife, natürlich, ich bin der Chef. Das werde ich jetzt irgendjemanden ins Gesicht werfen. In your face! Failed. Okay. Das war komisch. Aber wir haben einen zweiten Versuch. Yay! Oh, for real, in your face. Noch ein Chefknife. Ja. Liebe Programmierer, ihr habt da ein bisschen Scheiße gebaut, aber gut. Derbe, aber derbe. Lucien was kicked? Wieso kickst du Lucien? Du lebst noch? Du erdreistest dich? So, wir nehmen wieder unsere Machete. Der war böse. Na, Schwachsinn, Lucien ist nicht böse. Wenn er wieder in den Chat kommt, dann machst du sofort wieder... Ja, genau. Operator. Kann doch nicht einfach hier meine Operators kicken. So weit kommt's noch. ist klar, mein Freund, ist klar. Du haust mal ab, denn ich will jetzt meinen Orangensaft trinken. Orangensaft ist gesund und gibt mir Full Health. Oh yeah. Oh, ihr guckt euch die Sachen an, die ich haben will. Graues Haar. Oh ja. Cool. Aua. Jetzt haben wir graue Haare. Das macht uns noch sexier, als wir sowieso schon waren. Denn graue Haare machen ja unglaublich attraktiv. So, was haben wir hier? Closed. Schade. Sah sehr interessant aus. Magazines. Da vorne, das sieht sehr nach Klamotten aus und Kleidung. Hui. Hui. Nein, das sieht sehr nach Musik aus und Zombies. Ja. Was ist das hier? Music Discs. Shopping Boxes. Music Discs. Music Discs. Ein Speaker. Ein Zombie. Noch ein Zombie. Hier, oh ja, hier kann man skaten. Aber erst holen wir uns, jetzt kommen wir zu den Klamotten, die chillig sind. Nein, kommen wir nicht. In dem Laden waren wir doch schon. Da gibt's nur verdammten Müll. Dreck. Aber es gibt Skateboards. Damit kommt man schnell voran. Wie benutze ich das? Oh ja. Hui, ja. Kann ich auch irgendwie anhalten, ohne gegen eine Wand zu fahren? Aua. Aua. Chuck, bitte. Danke. Hui, hui. Hui, lasst uns im Kreis fahren. Oh, kaputt. Schade. Hat so Spaß gemacht. Gut, gehen wir einfach mal davor. Wir könnten überhaupt mal uns einen Wegpunkt setzen. Denn ich habe keinen Plan, was wir so machen könnten. Ganz viel Juwelen. Setzen wir uns doch mal kurz einen Punkt zu irgendwo hin. Dahin zum Beispiel.
was immer es ist. Was habe ich jetzt aufgenommen? Oh, cool. Hallo. Ja, ihr habt keine Chance gegen mich. Die Dinger sind besser als jeder Wurfstern. Und ich habe keine Waffen mehr. Erstmal holen wir uns was zu knabbern. Nein, was zu knabbern wollte ich eigentlich. Oh, Geld. Danke. Hallo, Leute. Yippie. Kathy Space. Leckt total, leckt krass. Hier sagt wieder einer, dass es leckt und so. Wenn es leckt, dann kann ich auch nichts machen. Hm. Hangar. Nö. Nein, das hatten wir schon. Das ist total schwul. Das ist auch total schwul. Weil es das gleiche ist. Das hier? Oh! Tut mir leid, das muss... Oh ja! Oh yeah! Oh, das muss... Oh ja. Mhm. Mhm. Oh, ist das schwul. Oh yeah! Oh, super. Oh, super. Genial. Und jetzt noch so einen geilen schwarzen Cowboy-Hut drauf. Oh ja. Aua. Black Cowboy Outfit. Auch cool. Oh ja, Leute. Oh, hier gibt's lauter coole Sachen. Jetzt brauchen wir noch natürlich solche Boots. Aber am besten in schwarz. Passend zum Hut. Ja, jetzt chill mal. Ja, das ist... Oh, das ist cool. Hier, eine Gitarre. Die Gitarre haut ja kräftig rein. Steht der jetzt mal wieder auf? Ich will dich doch umhauen. Bumm. Ganz viele Gitarren. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Vielleicht gehen wir wieder nach unten. Das wäre doch mal was. Und da es hiermit viel schneller geht, laufen wir als Cowboy. Mit einem Rollstuhl. Durch ein Kaufhaus. Mit vielen Zombies. Und laufen die Rolltreppe runter. Nee, ist ja gar keine Rolltreppe. Lass mich mal durch. Entschuldigung. Darf ich mal? Darf ich mal? Danke. Mhm. Mhm. Oh ja, das war ein guter Tipp, Leute. Das werde ich mir merken. Das ist richtig geil, das Ding. Oh yeah! Leute, ich finde das super. Laufen wir doch mal zum Wegpunkt. Das ist doch mal eine Idee. Da war Geld am Boden, aber Geld brauchen wir nicht. Wir sind Chuck Green. Wir brauchen kein Geld. Maintenance. Was gibt's hier so? Sturdy Package. Interessant. Sehr, sehr schön. Hm, schade, wenn es das Glas jetzt noch zu hauen hätte. Das wäre cool gewesen. Chillige Musik. Das Auto kann man leider nicht fahren, denn da ist noch mein Elektrostuhl. Denn das Auto, da braucht man irgendwo einen Schlüssel dafür und... Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, diesen Shop finde ich sehr interessant. Wer quatscht mich da an? Dieser Shop gefällt mir sehr gut, denn hier gibt es einen Tomahawk und hier gibt es Pfeil und Bogen. Und Pfeil und Bogen sind cool. Get on my nerves. You get on my nerves. Hallo. 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 Leckt es bei dir eigentlich auch hier so? Nö, bei mir leckt es nicht, das ist der Stream. Leckt es krass? Also an der Resolution kann ich nicht viel runterstellen. Ich kann höchstens mal, was ich höchstens machen kann, ist Skype ausschalten. So, Skype ist aus. Vielleicht geht's jetzt besser.
taking you down! You want a piece of that? Besser? Sehr schön, sehr schön. Hey, old man! Na, das ist doch super. Haben wir wieder Lex ausgemerzt. Kannst du dir ein Laserschwert machen? Kann ich sicher, wenn mir irgendjemand die Bestandteile dafür vorbeibringt, dann mache ich das gerne. Ich werde jetzt nicht extra danach suchen. Stirb mal. Oh, du bist zu nah an mir dran. Oh Mann, könnt ihr vielleicht mal... Oh, ich hasse euch. Oh ja, mit dem Tomahawk als Cowboy, das passt sogar. Hier hätten wir eine Taschenlampe. Die ist schon mal ziemlich praktisch. Schmuck haben wir auch. Den Bogen tauschen wir mal aus durch das Tomahawk. Jetzt brauchen wir nur noch einen Werkraum und dann... Da vorne haben wir ja einen. So. Maintenance, ja. So, wo ist er denn? Da ist der Raum. So, liebe Leute, wir machen uns einen Lightsaber. Erst machen wir die Tür zu. So, Place Item. Schmuck. Und Taschenlampe. Combine. Oh ja. Yeah. So, meine lieben Leute, wir haben einen Lightsaber erschaffen. Cool. Und wie zu erwarten war, hat er es auch mit Klebeband gebaut. Aus Schmuck und einer Taschenlampe. Die Technik muss ich mir auf jeden Fall abgucken, weil so Lichtschwerter sind ziemlich cool. Was? Das bringen wir mit ins Bett. Lichtschwert? Verrückt. Warum laufe ich in die falsche Richtung? Chuck Skywalker. Oh ja. Aber das Lightsaber, das heben wir uns auf für ganz schlimme und unglaublich furchtbare Situationen. Erstmal gehen wir in das Americana Casino. Das Lichtschwert? Bist ja krank. Mein Gott. Kurzer Check. 193 Viewer. Leute, cool. Was? Zombrex war hier irgendwo? Das ist sehr gut. Wenn irgendjemand weiß, wo hier in der Gegend Zombrex ist, immer her damit, immer her damit. Zombrex ist ganz wichtig. Message expired. Lass mich doch erstmal austrinken. So. Oh, hier ist wieder unser Breitschwert. Das nehmen wir gleich mal mit. Sehr, sehr gut, sehr gut. Was, hier müssen wir entlang, okay. Da rein. Und da rein. Und... Oh, hallo. Christine. Erstmal gucken wir, was hier so los ist. Bla, okay. Wow, lady, you all right? Hey, there you are. Wait, you're not Josh. Where'd you run off to? Josh? Yeah, he was... Hier muss man immer ein bisschen schnell lesen, weil die Texte recht schnell verschwinden. Bla. Oh, chill mal ein bisschen. Mädel. Kann ich nochmal mit dir reden? A lot of things died out there. Listen, lady, there are zombies everywhere. We've gotta go. Message expired. Christine, oh yeah, hick. Geh weg. Oh, Mann. That was yesterday. There's been an outbreak. And I think you need some help. Oh ja, glaube ich auch. Wait, yesterday? Last thing I remember was Josh. Those boys buying me drinks. Und schon weg. War's das dann mal? Kommst du mit? Nicht?
Well, you should come with me. It isn't safe out there and can take you back. There's a safe house, blah, Hicks. Sounds kind of fun, baby. Let's party. Du stehst in deinem eigenen Mageninhalt. Gehen wir einfach. Wo ist das? Das ist jetzt natürlich noch gut zu wissen. Wo ist das Safe House? Das ist nämlich, Leute, ich weiß nicht, wo das Safe House ist. Ist das peinlich? Ich finde das Safe House nicht. Karte. Na, super. Natürlich, wir haben ja eine Karte. Map. Loading. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo hier das... Was ist das S hier? Das ist wahrscheinlich ein Safe Point. Safe House ist, das komische Symbol. Bin ich jetzt blind, oder? Bin ich jetzt dumm? Wo ist das Safe House? Was ist vor allem das hier? Objective. Kann ich mir da auch Wegpunkte setzen? Achso, Moment mal. Floor. Hier können wir auch noch durch die Etagen schalten, natürlich. Was ist das hier für ein Symbol? Fortune City Hotel. Wo ist das Safe House, Leute? Ah, hier! Kann ich mir da einen Wegpunkt setzen? Moment mal. Also, oh, Guide Arrow, ja, super. Nach oben. Ja, klasse. Nein, oh. Steuerung FTW. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich zurück, dann durch diesen großen Raum hier und dann hier links die Abzweigung. Merken wir es uns einfach parallel, also einfach so mal. Also praktisch jetzt hier wieder da durch. Du hast einen Pfeil? Ne, ich habe keinen Pfeil. Der Pfeil, wo zeigt denn der hin? Der zeigt doch in die falsche Richtung, oder? Zeigt der Pfeil zum Safe House, Leute? Zeigt er es zum Safe House oder zeigt er einfach irgendwo hin, wo es Spaß macht? Sagt es mir mal. Ja. Entweder oder. Ja. Also offenbar zeigt er zum Safe House. Dann gehen wir zum Safe House. Und hoffen mal, dass das alles so funktioniert. Coole Musik. Ja, Lin, ich lese, was du schreibst. Leider habe ich es vergessen. Sag's nochmal. Ah, super. Hui. 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 Wir laufen jetzt einfach in Pfeilrichtung. Sag mal, Christine? Kommst du dann mal? Oder wie? Ich meine, ich hab nichts weiter vor, aber es wäre schon schön, wenn du dich ein bisschen beeilen würdest. Ich weiß, dir geht's nicht so gut und so, ne? Aber komm, ein bisschen schneller geht schon, oder? Ein bisschen, hm? Ein bisschen. Oh, und nicht anfallen lassen. Oh, das tut mir leid. Nicht. Aber, komm schon, Christine. Jetzt gehen wir mal weiter. Ach, ich gehe jetzt einfach zum Safe House. Das ist mir jetzt egal. So, mein Tomahawk ist auch fast down.
Trag? Ich glaube, ich kann... Ach, ich kann die Trag... Oh, super. Das ist klasse. Ja. Dann geht das Ganze hier vielleicht mal ein bisschen schneller voran, wenn ich nicht die ganze Zeit angefallen werden würde. So, räumen wir hier ein bisschen auf erstmal. Oh, ich glaube, ich bringe sie fast um. Okay. Ja, super. Carry. Jetzt geben wir ein bisschen Gas. Kann ich die da reinsetzen? Nö, schade. Hier geht's nicht so recht vorwärts, ne? Falsche Laufrichtung. Super, lass mich mal durch, Jungs. Wir gehen mal da entlang. Und wir sind in der Arena. Loading, bla, Halleluja, super. Nochmal kurz Update-Check. Yay. Der Pfeil zeigt nicht zum Safehouse. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Seid ihr des Wahnsinns? Was? Karte. Map. Habt ihr mich jetzt echt verarscht, Leute? Finde ich ziemlich uncool. Nee, zeigt schon zum Safehouse. Ich muss in die Richtung. Stimmt doch. Ja, Lynn. Was ist dein Begehr? Mach deine Map auf. Habe ich gerade. Delay FTW. Und schau die Legende an. Mache ich auch gerade. Die ist nämlich hier drüben. Da. Delay doppelt FTW. Digga, Mann, das ist nicht schwer. Ich weiß. Idiot. Nein. Du bist immer so beleidigend in meinem Chat. Wieso? Finde ich total uncool. Ich komme gleich in Skype und dann setzt was. So, wir bahnen uns unseren Weg hier durch, irgendwie. Ist ja nicht so, als wären hier viele Zombies. Und es ist ja nicht so, als wäre Christine fast down. Und es ist ja nicht so, als wäre hier irgendwie fast kein Weg, den man benutzen kann. So, open. Oh lol, tut mir leid. Ja, doch, wir sind auf dem Weg zum Safehouse. Hier brennt's, aus welchem Grund auch immer. Super. Damn, wir brauchen einen Feuerlöscher. So, ich setz dich jetzt erstmal hier hin. Skip, ja, genau. Super. So, wir holen uns mal kurz den Feuerlöscher. So. Carry. Da rein. Talk. Skip. Ja, ich will... Oh, ja, überspringen, bla, interessiert keinen. So. Ja, komm, ich will dich jetzt erstmal hier hinsetzen. Dann nehme ich mir hier was ein bisschen zu trinken. Kaffee ist immer gut. Dann trinken wir mal ein bisschen was. Die Arme haut's fast um. So, ich möchte nur ein bisschen hier den Weg freiräumen, bevor wir weitergehen, denn ein bisschen Platz brauchen wir. So, hier, komm mal her, Schatzi. Ja, super, da rein. Ich bin doch da drin. Hä? Muss ich jetzt nochmal mit denen reden, oder wie? Talk. Ja, bla, skip. Ich mach erstmal hier die Tür zu. Dass wir ein bisschen Ruhe haben. You've got real pretty eyes. Finde ich ja super. Nein, ich will dich nicht aufheben. Oh, Mensch. Hier, wir reden mal noch mit Elrod. Der kommt irgendwie direkt aus World of Warcraft oder sowas. Ja, skip, 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 bla, bla, bla. Story interessiert keinen. Talk.
Bla. Bla. Oh, super, der Pfeil zeigt nur auf das Questziel. Trixie und Lynn, super, Map. Jesu, Deal, was? Ich helfe dir kurz, dann gehst du wieder? Nein, du musst mir nicht helfen, ich kann das. Ich bin total skilled. Ich muss nur irgendwie da raus, jetzt da einmal ganz außen rum, dann da rein und das, obwohl Christine fast down ist. Komm kurz Skype. Nein, ich kann nicht in Skype kommen. Dann leckt es hier total rum. Und ich bin Jesu Angie, ich habe voll viele Abonnenten, ich darf nicht lecken. So, Combo-Card acquired, bla, Molotov, super. Mit einem Newspaper und bla. So, also hier raus praktisch. Kommen die zwei Hansis mit? Ja, die kommen mit. So, Christine, hoffentlich reiert sie mir nicht ins Gesicht. Christine, komm mal mit. Hm, viele Zombies. So, Map. Wir gucken jetzt überall, wo Abzweigungen sind. Da gucken wir auf die Map. So, hier geradeaus durch und dann da geradeaus weiter und dann da geradeaus. Immer geradeaus praktisch. Das ist ja eigentlich recht simpel. Ich komme später in Skype noch on. Ich mache jetzt erstmal hier noch ein bisschen Dead Rising. Dann spielen wir vielleicht noch irgendeinen Schwachsinn oder sowas. Minigolf. Lucien, ich glaube, ich muss dich kicken. Du hast dreimal Skype geschrieben. American Casino. Bin ich jetzt hier richtig? Nochmal Map. Schon allein wegen der Musik lohnt es sich, immer wieder auf die Karte zu gucken. Ich sag euch, wir schaffen das. Wir schaffen das, die drei, naja, sagen wir zwei, Christine wird bestimmt sterben. Wir schaffen das, die zwei ins Safehouse zu bringen. Das schaffen wir. Mhm. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und eigentlich nicht, aber ich sag das jetzt einfach mal. Elrod und Trixie Lynn werden angegriffen, weil sie nicht dabei waren, als ich durch die Tür gegangen bin und ich jetzt nochmal zurückgehen muss, um die abzuholen. Es ist so dumm. Oh. Will wer Jesus Skype-Eddy? Kannst den Leuten schon meine Skype-Eddy geben, aber dann werde ich dich erstens blocken, zweitens kicken und ich werde sowieso niemanden annehmen. Und jeden, der mich edit, blocken. Also insofern stört mich das nicht. So, erstmal kurz. Pause. Sorry. Du weißt warum. So, wo ist Trixie? Wo ist Trixie Lynn? Oh, Trixie Lynn. Das ist ein Zeichen. So, Leute, kommt mal mit. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. So, jetzt seid ihr auch da. Jetzt können wir durch die Tür gehen. Super. Also, nochmal Ladescreen. Den kennen wir ja mittlerweile. Combo Weapons give extra PP. Was, Leute, bedeutet PP? Wofür steht das? Wofür steht PP? EP würde ich mir noch eingehen lassen für Experience Points. Aber was bedeutet PP? So, die zwei sind auch wieder da. Schreib's in den Chat und so, bla. Military arrives in 56 Stunden. So, Moment. So, ich laufe jetzt, ich gucke jetzt in Richtung des Casinos und lade gerade. Okay, da durchs Casino durch und dann am Kreisverkehr links abbiegen, durch die Tür zum Royal Flush Plaza, dann einmal am Kreisverkehr links nochmal abbiegen und da durchgehen und dann kommen wir schon direkt zum Safe House. Also es ist im Grunde nur noch eine Sache von 2 Minuten, bis wir da sind. Wenn die zwei Typen, die wir hier noch mitnehmen müssen, nicht so unglaublich langsam wären und mich total aufhalten würden inmitten dieser riesigen Zombie-Horde, die mich irgendwie ein bisschen ankotzt, aber what the fuck. Und so. Also, hier jetzt praktisch links abbiegen.
PP ist Erfahrung. Ja, ich weiß schon, dass PP Erfahrung ist, aber ich wollte eigentlich genau wissen, wofür das die zwei Ps stehen. So, genau. Hier sind wir richtig. Da jetzt durch. Da vorne gibt es dann eine Workbench. Aber die interessiert uns jetzt nicht, denn ich wüsste nicht, mit was wir Christine kombinieren könnten. Und da vorne wäre noch ein Breitschwert. Das lasse ich jetzt mal hier hängen. Das heißt, warte mal, wo sind unsere zwei Kumpanen? Kommt mal mit. Wo seid ihr? Ah, da, ihr seid schon da. Super, dann gehen wir weiter. Ja, bleib im Casino, kannst irgendwo einen Autoschlüssel gewinnen, ist mir klar, aber... Ich gehe jetzt zum Safe Room und werde diese zwei Personen safen. Einfach, weil ich es kann. Oder weil ich hoffe, dass ich es kann. Royal Flush Plaza. Also da müssen wir jetzt irgendwo links abbiegen. Player Points? Wirklich Player Points? Das wäre cool. Player Points klingt cool. Prestige Points. Prestige Points. Das ist natürlich möglich. Das kann sein. Oder PayPal. Auch eine gute Idee. Jo. Pancake Pommes. Ja, ihr seid ja richtig kreativ. So, da lang. Da, da. Ich hab's schon verpasst. Ich bin so dumm. Oh nein. Wir müssen da hinein. Dann gehen wir da hinein. Zum Safe Room. Hier können wir kombinieren. Und da, das sieht doch sehr nach Safe Room aus. Super, superb. Geniale Sache. So, jetzt müssen wir noch warten, bis Trixie Lynn und wer auch immer der andere ist, der Name ist verdeckt, Elrod, die sind beide da. Dann kriechen wir jetzt durch die Röhre zum Safe House. Und mein Chat aktualisiert sich nicht. Ich sehe nicht, was er schreibt. Ah, jetzt geht's weiter. Oh, viel verpasst. Ja. Habe ich jetzt eine Minute lang nichts lesen können. Mein IRC hat gestuckt. Ja, super. Ich habe euch gerettet. Seid dankbar. Los, küsst mir die Füße. Und jetzt erfüllen wir Lynn einen Wunsch und gehen zu... Katie. Speed increased. New skill move acquired. Und hier drin ist Katie. Hallo Katie. Kannst du mal deine Kopfhörer abnehmen für mich? Dad, you look sad. Wanna come play Mega Man? Sorry, honey. Your dad might have... Sorry, worry about that. Bla. Wanna play Mega Man? Bla. Katie! Yay! Hier drin kann ich auch keine Waffen benutzen, aber springen kann ich. Hui. Hui. Und wie erkläre ich jetzt meiner Tochter, dass ich graue Haare habe? Oder habe ich da überhaupt noch graue Haare? Nee, ich habe keine grauen Haare mehr. Sind die grau? Oder soll das... Keine Ahnung. Sie ist so süß. Ja, die ist echt total süß. Aber sie hat eine PSP, das geht gar nicht. Das ist die reinste Folter. Ja. Nur? Feueraxt. Sullivan. Hallo, Sullivan. Why so glum, Jock? Pal, you're gonna see some ugly things out there. Giving yourself a break and stay put of us. So. Wir gehen wieder raus in die böse, weite Welt. Aber, ja doch, hier geht das sogar. Royal Flush Plaza. Fick dich nicht, Let's Play Like a Lady, du bist echt klasse. Wieso habe ich das gerade vorgelesen? Keine Ahnung, ich habe in den Chat geguckt und habe das erste vorgelesen, was mir in den Sinn gekommen ist, was ich gesehen habe, ohne nachzudenken. Das tut mir leid. Jump Kick. Kann ich den jetzt? Vorhin konnte ich ihn noch nicht. Ich habe ihn ein paar Mal ausprobiert, aber da konnte ich ihn noch nicht. Hep. Hui. Yay. Bam. Bam. So, wir gucken auf die Uhr. Setzen uns einen Punkt. Nach da, wo immer das auch ist. Jesu, denkst du überhaupt nach? Nur in Ausnahmefällen. Was, ihr wolltet Vorschlaghammer und Feueraxt wolltet ihr kombiniert haben?
Ich glaube, hier ist nirgends ein Vorschlaghammer. Oder Baseballschläger? Hammer und Axt. Ich habe keinen Hammer. Eine Axt habe ich, aber keinen Hammer. Vielleicht ist der ja im Workraum hier. Am Eingang ist einer. Okay, dann gehen wir zum Eingang. Also, welcher Eingang? Der Eingang? Ah ja, hier. Oh ja, super. Den nehmen wir mit. Nein, das hier wollte ich eigentlich nicht haben. Ich wollte das hier. Super. Was gibt's hier drin? Propangas. Vielleicht haben wir irgendwo Nägel, dann können wir das auch noch ausprobieren. Oh ja, hier sind Nägel. Super. Aber erstmal... Nein, nicht draufhauen. Hinlegen. Und krasse Musik. Yeah. Killer. Alright, Killer. That's amazing. Nee, ist echt cool. Ziemlich. So, jetzt nehmen wir noch die Box of Nails. Legen sie hier hin. Und holen uns den Propangasbehälter. Und kombinieren das auch noch. Und das haut bestimmt auch ziemlich rein. Mal sehen. Für den Propangas brauchst du eine Schusswaffe. Just like Mom used to make. Just like Mom used to make. Klar, meine Mom hat auch immer Nägel in Propangasbehälter gesteckt und mit einer Pistole draufgehauen und damit einen Haufen Zombies umgebracht. Open. Und... yeah. Das gibt massig Pipi. Oh. Oh, right. So, ich bin jetzt dann mal für die nächsten 5 Minuten beschäftigt. Und werde dieses Schild angucken. Oh, verdammt. Das war nicht so gut. Nein! Aber wieso machen das immer nur die Frauen? Auf halber Höhe. Haut doch mal ab! Ich weiß, ihr wollt alle nur ein Autogramm von mir, aber ich kann nicht. Ich kann nicht schreiben. Wieso ist mein Propangasbehälter weg? Er ist verschwunden. Das ist ja blöd. So, genug Spaß gehabt. Gehen wir ein bisschen weiter. Das Telefon klingelt. Ist mir egal. Und wie gesagt, immer wenn ich irgendwo in der Nähe bin, wo irgendwie Zombrex sein könnte oder so, dann immer sagen... Oh. Okay, ich bin nochmal kurz beschäftigt. Kurz AFK... Und, ne? Nichts für ungut, aber das kann ich nicht links liegen lassen. Netter Splatter-Effekt. Gibt's da von hinten auch was? Zombrex, 24 Stunden. Zieh dir mal was anderes an. Könnten wir machen. Hier ist doch schon ein Laden. Metal Baseball Bat. Der ist bestimmt auch nicht zu verkennen. Können wir da draufhauen? Oh, cool! Alright! Das ist cool! Oh, yeah! Leute, das macht Fun! Also, Ideen haben sie ja gehabt, die, Entwickler. Boom. So, wo ist denn die Apotheke? Wenn ihr sagt, hier gibt es eine Apotheke, dann müsst ihr mir auch sagen, wo. Ich habe nämlich keine Ahnung, ich kenne mich hier nicht aus. Boom.
Ja, das ist nice. Boxhandschuhe und Wodka. KK, alles klar. Nehmen wir mal so eine coole Mütze. So ein Eichhörnchen. Nee, ein Waschbär. Aber was anderes zum Anziehen gibt's hier nicht wirklich. Ne? Schade. Das ist aber schade, ne? Mein Tomahawk-Laden. Sehr schön. Mein Tomahawk ist ja fast down. Dann machen wir das noch schnell. Nö, das machen wir nicht schnell down. Wir nehmen einfach hier so. Den da, den tun wir auch mal weg. Und nehmen uns einen Pfeil und Bogen. Und dann gibt's ein paar Headshots. Am Eingang. Was? Am Eingang? Im Erdgeschoss ist eine Apotheke. Okay. Das war kein Headshot. Das auch nicht. Das war ein Headshot. Das war ein Failshot. Das war ein Header. Oh, right into your chest. Oh, das war zu hoch. Ja, ich ziele halt genau auf den Kopf, ne? Aber es interessiert den Kerl nicht. Er schießt trotzdem in die Hand. Oh, ich glaube, ich habe einen Vorschlaghammer oder sowas. Dann können wir nämlich erstmal ein paar Pfeile auffüllen. Und da vorne können wir auch den Lukas spielen. Ach, können wir damit da draufhauen? Nee, können wir nicht. Das ist schade. Dann hätten wir hier Hau den Lukas spielen können und ein bisschen absahnen. Aber dann eben nicht. Oh, wir haben immer noch unseren super Bass. Yeah! Erdgeschoss, habt ihr gesagt. Bin ich im Erdgeschoss? Fragezeichen. Arkus ist auch im Chat. Lol. Wieso sehe ich sowas erst zu spät? Tatsächlich. Map. Apotheke, gibt es hier irgendwo ein Symbol für Apotheken? Natürlich nicht. Das ist natürlich dumm. So Leute, ich bin hier in der Karte und ihr sagt mir jetzt, hier bin ich. Soll ich nach rechts, also nach Westen, was in diesem Fall natürlich Osten wäre, nach Osten, nach links, also Westen, Norden oder Süden laufen? Wo ist die Apotheke? Gebt mir die Himmelsrichtung. Das wäre nämlich schon mal ganz gut. Also, Westen, Osten, Süden, Norden. Wo ist die Apotheke? Nord, Süden. Sehr sinnvoll. Sagt's mir doch einfach. Oh Mann, könnt ihr nicht einfach mal was Vernünftiges sagen? West-Osten, West-Osten. Ich hasse euch. Aus tiefstem Herzen. Und jetzt werde ich den Stream beenden. Ihr seid schuld, ihr habt mir keine gute Antwort gegeben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das hat mir jetzt keiner abgekauft, oder? Ja, blöd. Okay, keiner von euch hat eine Ahnung. Im zweiten Stock ist eine Telefonzelle. Darauf kletterst du und immer weiter hoch und dann findest du Sombreaks. Ja, super, im zweiten Stock, weißt du, hast du mal angeguckt, wie groß dieses ganze Areal hier ist? Das ist, oh Gott, das ist so groß wie Manhattan und Ägypten zusammen. Und da ist irgendwo eine Telefonzelle im zweiten Stock. Gleich Bock auf Alien Swarm, fragt Lucien. Beziehungsweise hat er gefragt. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, wir haben einen 10-Minuten-Delay. Ja, machen wir gleich Alien Swarm. Private Message. Kommt auf euch an, Leute. Wenn ihr Lust auf Alien Swarm habt, können wir auch Alien Swarm machen. Wenn nicht, dann nicht. Na, genial. Immer der Nase nach. Ja, natürlich. So muss es sein. So, wir würfeln einfach mal eine 7. Nein, das war keine 7. Das war auch keine 7. Das auch nicht. Wir müssen jetzt eine 3 würfeln. Komm schon, eine 3. Ah, 2. Hep.
Was haben wir? Eine 6? Komm schon. Wenn man eine 7 würfelt, dann passiert voll was Cooles. Ich will das! Los! Oh. 11. Nein. Ja! Nein! Ach verdammt, jetzt ist das hier eine 5. Jetzt will ich eine 6 würfeln. Gib mir die 6. Ich will doch nur eine 7. Mein Gott. Ja! Yay, 10.000 PP. Ich bin so gut. Und mir schreibt ständig jemand private. Lucien. Lass das. Schreib doch einfach in den Chat rein. Ich lese den Chat viel häufiger als die private messages. So, nach oben müssen wir. Ah. Meine Stimme versagt. Ah. Ja. Die Waffe gefällt mir immer besser. Super. Die Telefonzelle ist hinter dir. Die Telefonzelle ist hinter dir. Telefonzelle. Telefonzelle. Wo ist hier eine Telefonzelle? Irgendwo. Irgendwo, wo ich vor 10 Sekunden war, wegen Delay. Ich sehe keine... Was? Telefonzelle. Hier ist eine Telefonzelle. Meinst du die hier? Die da vorne? Okay, die Telefonzelle. Diese hier. Und was mache ich damit? Hoch. Ah. Aha. Aha. Darüber nehme ich mal an. Kann ich darüber springen? Ah ne, hier oben. Hier oben, ah. Also praktisch da so hoch. Oh ja. Kann ich da hochklettern? Nö. Zu viel Splinter Cell gespielt, okay. Wo geht's hier weiter? Da hoch. Vielleicht. Auf diesen Blumenkübel. Oh ja. Oh ja. Und da rein, nehme ich mal an. Und was haben wir hier? Sniper Rifle. Lol. Okay. Was haben wir hier? Steak. Das ziehen wir uns mal rein, denn es geht uns nicht so gut. Njam, 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 njam. Sniper. Und wo ist jetzt hier Zombrex? Du hast doch gesagt, hier wäre Zombrex. Ah, das Ding ist fast down. Dann lassen wir das hier liegen und nehmen stattdessen das Tomahawk, das gerade verschwunden ist. Sehr sinnvoll. Dann nehmen wir den Speer. So, wo ist hier das... Hast du mir nicht... Du hast mir doch Zombrex versprochen, wenn ich hier hochgehe. Oh, super, nur auf der PC-Version. Kannst du mir auch früher sagen. So, gucken wir doch mal, wie das so reinhaut. Nice. 20 Schuss haben wir. Komm schon, kletter da mal durch. Oder geht's hier noch weiter nach oben? Was passiert, wenn ich da reinschieße? Gar nichts. Ist natürlich sehr gut. Ja, hier zu snipern ist, glaube ich, ziemlich unnötig. Man trifft sowieso. Das schafft man sogar unscoped. Unscoped kann man aber nicht schießen, das ist dumm. Das ist das einzige Scharfschützengewehr, das mit Schrotladungen schießt, Leute. Schaut mal, wie viel es da umhaut. Hallo. Das ist Wanted. Habt ihr Wanted gesehen? Da kann man so in der Kurve schießen. Hm. Wer hat's noch verdient? Hier steht so schön auf einem Haufen. Hui. 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 Oh, das macht Laune. Hallo. Wanted war der beste Film, bla. Ich fand den Film eigentlich gar nicht mal so gut. Schon gut, aber
godlike oder so nicht wirklich. So, zwei Schuss noch. Der letzte Schuss, der muss noch reinhauen. Irgendwo. Du da. Nee. Irgendwo eine große Ansammlung von Zombies. Hier, ich habe schon alles weggeballert. Da vorne vielleicht noch. Hm, nee. Oh, wie weit kann ich schießen? Jetzt machen wir die Probe aufs Exempel. Schaffe ich einen Headshot auf die Entfernung? Oh, nicht schlecht. Das war zu hoch. Nee, es war nicht zu hoch. Ich habe ihn getroffen. Super. Ich bin so gut. Stirbst du jetzt auch mal? Super. Im Ballonkorb sitzt ein Hase für Katie. Kann ich da drauf springen? Mal ganz ehrlich. Oder sterbe ich dann? Also Leute, wenn ich jetzt hier sterbe, dann gehe ich in die Konfi und dann entscheiden wir, was wir machen. Wenn ich jetzt hier nicht sterbe, dann gehen wir nicht in die Konfi und dann entscheiden wir nicht, was wir machen. Und ich bin nicht gestorben. Dynamite. Das... Ja. Oh ja. Oh ja. Gleich nochmal. Das wird lustig. Hä? Wo ist das jetzt explodiert? Sollte doch nach unten. Hä? Wo ist das jetzt? Oh Mann, Fail. Bist du wirklich schwarz hier, Sovanji? Natürlich bin ich schwarz. Wer meine Specials und Infovideos gesehen hat, der weiß, dass ich schwarz bin. Oh, da will einer was von mir. Ne, der will gar nichts von mir, der will was von denen. Oh doch, ich glaube, die wollen doch was von mir. Oh, ich bin tot. Lol. Ich bin tot. Ausgeraubt? Bis aufs letzte bisschen? Nein! Okay, ich bin gestorben, aber richtig cool aufgestanden. So, ich denke, das soll es gewesen sein von Dead Rising und bla. So, jetzt könnt ihr entscheiden. Soll ich nochmal in die Konfi gehen und dann machen wir irgendwas Sinnloses? Oder wir können natürlich auch gerne hier Schluss machen. Hm, Chuck, da musst du auch erstmal überlegen, ne? Das ist jetzt eure Entscheidung. Urgent, Stacy, bla. Oh, Katie braucht Zombreaks. Ja, mag sein. Confi und Minecraft, Confi, Need for Speed, Alien Swarm, ACB, nein, geh zu Seekins Livestream. Ne, der spielt gerade StarCraft, da kann ich nicht mitreden. Sinnlose Confi, bla, Need for Speed, bla, 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 Minecraft, 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 alle wollen Minecraft, ihr seid so Minecraft geil. Gut, aber wir spielen, okay, wir können Minecraft spielen, aber dann bitte beschwert euch nicht, wenn uns nicht einfällt, was wir bauen könnten und wenn es total langweilig ist, weil uns nicht einfällt, was wir bauen könnten und weil ihr uns keine guten Ratschläge gibt, was wir bauen könnten, weil uns nichts einfällt, was wir bauen könnten und der Stream deswegen langweilig ist, weil niemandem was einfällt, was wir bauen könnten und ihr nur Vorschläge habt, wie Kolosseum, World Trade Center, Empire State Building, Paris, Yokohama oder sonst was für Dinge. Dann können wir gerne Minecraft spielen, wenn euch das nichts ausmacht. Könnten wir machen. Chuck muss da auch erstmal überlegen. Freiheitsstatue, da geht schon los. Ein Y bauen für Yisuanji, super. Ja, okay, dann würde ich jetzt erstmal sagen, werden wir den Lag wieder starten und ich öffne Skype. Kontaktanfrage. Hm. So, ihr seht gerade, was passiert, wenn man mir eine Kontaktanfrage schickt. Just Block. Gespräch beitreten. Schön, wir können ein Gespräch beitreten. Wer ist denn da so alles drin? Ich will nicht jeden Typ in meiner Konfi haben. Ich mache mir meine eigene Gruppe. So, und da kommt sie natürlich rein. Wer kommt noch rein? Wer will denn rein? Schreibt mich auf YouTube, Skype an, wenn ihr in die Konfi wollt und wenn ich euch kenne. Smokey darf natürlich rein. Wer ist denn noch so da? Markus ist wieder weg, also nicht im Chat und so. Dann kommt er auch nicht in die Konfi. Ich werde angerufen. Ach, ihr habt schon aufgeräumt. Na, das ist natürlich auch eine Idee. Ich höre euch aber nicht. Doch, du hörst uns. Ihr sagt nur nichts. Das ist natürlich...
cool. Ja, das Problem ist, Lin ist gerade AFK und Arkus ist auch AFK. Ja, also, aber ich bin noch da. Na, dann ist ja alles gebongt. Ja, was wollen wir machen? Wollen wir Minecraft spielen? Ja, wir können Minecraft spielen. Wir können den Mackie fertig bauen. Wir könnten den Mac fertig bauen. Das könnten wir machen. Auf welch? Wo spielt ihr das denn dann eigentlich? Auf meinem Server. Okay, Leute, okay. Dann klaue ich euch kurz das Bild. Ja. Hast du die IP noch, Jesse? Hast du die IP noch? Ja, ich denke schon. So, wir machen die Xbox aus. Herunterfahren. Controller weg, Tastatur her. Media Player auf, denn jetzt brauche ich Musik. Hi, was willst du denn hier? Hi. Ja, das ist auch meine Frage. Ich kann ja wieder gehen. Na? Nein, kannst du nicht hier bleiben. Bist du noch auf online? Ja, wir sind noch online. Die Leute wollen alle... McDonald's fertig bauen. Hallöchen! Die Leute wollen alle Minecraft, also bekommen sie auch Minecraft. Oh. Ja. Und sie bekommen Musik. Ich bin noch in meinem vollautomatischen U-Bahn-System, was ich gebaut habe. Wie er mich einfach immer versucht zu beleidigen. Also das finde ich immer ganz lustig. Wer denn? So ein Hogwash, keine Ahnung, wer das ist. Aber er versucht mich immer dumm zu kacken, von wegen... Lin. Du sitzt am längeren Hebel, einfach kick. Ja, klar sitze ich am länger. Oder einfach ignorieren. Oder einfach ignorieren oder einfach dauerkicken. So, mal sehen, ob ich die IP noch weiß. Minus... Wo ist mein Kintasia? Ich brauche Kintasia. Punkt. Ciao, Lin. Heilen. Connect. Cool. Nein, das war Fail. Versuchen wir es so. Sie müsste in unsere... Oder ich habe sie dir auch eh im Chat geschrieben, in Skype damals. Müsste doch eh noch... Da ist er doch. Ich habe sie schon. Der Yisu Join. Kannst du zu mir porten? Ich stehe in der U-Bahn. Okay. Die noch Baustelle ist. Aber erstmal werde ich die Gelegenheit nutzen, meinen sehr geehrten Abonnenten und Zuschauern meine neue Homepage vorzustellen. Und dazu gebe ich euch auch ein Bild. Wäre von Vorteil meistens, ne? Ja. Wie, du willst uns deine Seite vorstellen ohne Bild? Boah, das geht nicht. So, liebe Leute, das hier ist meine Homepage. Vielen Dank an The Seeking Guy, der mir beim Erstellen geholfen hat. Das hier ist die Startseite, da werden hin und wieder ein paar News und Artikel kommen. Und solche Späße. Das hier, das wird der Indexbereich. Da wird eine kleine Zusammenfassung über mich stehen, was ich so tue, wer ich so bin und überhaupt. Das hier ist der Livestream-Bereich. Der sollte im optimalen Fall momentan aktiv sein. Schauen wir doch mal. Dann sehe ich auch so, wie der Delay ist. Oh, der Delay ist aber gar nicht mal so schlecht. Also... Nee, der ist nicht so heftig, der ist nicht so heftig. 10 Sekunden. Ja, hier habe ich noch... Tut mir leid, Jesus, ich musste deine Menschen kurz kicken. Kein Problem. Hier habe ich noch ein paar andere Chats eingebunden. Hier könnt ihr auch nochmal auf Jesuanji klicken, dann kommt ihr auf die kleine Seite hier. Dann passiert eigentlich nichts weiter, als dass ihr umgeleitet werdet, eben zu meinem Livestream. Also, nichts Spektakuläres. Hier den Livestream von Lin habe ich auch eingebunden. Inklusive Chat, übrigens, inklusive ich Livestream. Morgen einen Livestream. Super, den Livestream, den könnt ihr super von meiner Homepage aus verfolgen. Da verpasst ihr nichts. Hier habt ihr den Chat, hier habt ihr das, das Fenster. Du kannst auch von Mibus Seite aus machen. Nur von Mibus Seite habt den Originalchat nicht drin. Richtig, Mibu hat den Originalchat nicht drin, ich hab den Originalchat. Leute, kommt zu mir. Und natürlich hier den Link zu Seekins Chat habe ich auch nochmal hier reingepackt. Wenn ihr da draufklickt, werdet ihr umgeleitet auf Seekins Seite. Zu seinem Livestream. Auf die 3D-Seite. Und ich sehe gerade, er spielt gerade Minecraft, doch kein StarCraft. Schauen wir doch mal, was er so tut. Finde ich nicht witzig, ich finde das rassistisch. So, liebe Leute, wir gucken Seekins Livestream in meinem Livestream. Rassistisch würde ich finden, wenn ich dann so... Vielleicht meine Frauen sind ja auch eine ganz... Sinnlosigkeit, ja, okay. Sie lebe. Sie lebe hoch. Und gedeihe. Aber wir gehen wieder... Wir gehen wieder zurück nach Hause auf jesuante.de. Dann haben wir hier YouTube. Wenn man hier oben auf YouTube draufklickt, also auf diese Schaltfläche YouTube, dann kommt man praktisch zu einer Weiterleitung und landet, voila, ohne dass man weiter was tun muss, auf meinem Kanal.
Da kommt man dann auch leicht wieder zurück, indem man hier drauf klickt. Dann kommt man wieder zu meiner Homepage. Gesundheit. Gesundheit. Hier kommt man zu meinen YouTube-Partnern, zu meinen Partnerkanälen. Einfach aufs Bild klicken und ja, dann wird man umgeleitet zum jeweiligen Kanal. Nette Sache. Und was haben wir noch? Den Aufnahmebereich. Hier wird erklärt, wie man Let's Playt, wie man aufnimmt, wie man alles tut. Hier kommt ihr zu Seekins und meinem Kanal Let's Play Tutorials. Hier kommt ihr zu einem Tutorial, wie man Fraps benutzt. Hier logischerweise dann zum Rendern mit Movie Maker und Camtasia. Und natürlich Aufnehmen von den Konsolen. Also immer wenn jemand fragt, hey, wie nimmst du auf? Und ihr seht das, postet einfach den Link jisuanji.de/Aufnahme. Jisu, kann sein, dass du gerade einmal gestorben bist. Ich bin nicht gestorben, ich spiele doch gar nichts. Du bist aber in-game, oder? Ja, ich stehe aber in unserem Haus. Okay, dann kannst du nicht sterben. Ja, was wird noch kommen? Ich werde noch ein paar Seiten einfügen zu meinen Projekten, werde da auch immer noch den ersten Part verlinken und einen kleinen Artikel drüber schreiben. Und ja, das ist so das, was ich geplant habe. Dann werde ich noch den Hintergrund ein bisschen anpassen, dass der nicht so langweilig weiß ist. Ja, das werde ich so tun in nächster Zeit. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Immer fleißig dranbleiben. Hier das hier auch nicht vernachlässigen. Ich glaube, wenn ich meine Muse habe, dann werde ich dir mal einen neuen Header machen. Der Header ist ziemlich cool, wenn ich das mal so sagen darf. Der Header ist auch ziemlich cool, aber ich würde das besser hinkriegen. Ich habe sowas mal richtig gut gemacht. Da habe ich ganze komplette MyBlock-Designs gemacht und gescriptet, also von daher, ich kann nicht. Ich möchte nur mal andeuten, wie wunderbar einfach meine Banner hier für die Partner aussehen. Angeber! Aber irgendwie alles gleich. Ja, natürlich alles gleich. Ich will ja niemanden bevorzugen. Also meiner hätte ruhig pink sein können. Ja, und Seekins ruhig rot. Seekin ist aber blau. Also sein Theme. Ja, aber sein neuer. Außerdem also sein neues Template ist rot. Ja, außerdem ist meine Farbe einfach blau. Also blau. So, na, ihr wisst, was gemeint ist. Und ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt Minecraft. Ich bin am Rendern. Ich bringe mich gerade selbst in meiner eigenen U-Bahn um. Das ist schade. Sinnvoll. Dann nehme ich euch das Bild wieder weg. Remove, open Minecraft. Meine U-Bahn ist buggy. Wieso? Exploit at screen region. Zack. Und jetzt dürftet ihr auch wieder Bild haben. So, und jetzt kicke ich den Typen, der geht mir auf den Sack. Ja, mir auch bestimmt. Ich hab zwar keine Ahnung, wer es ist, aber who cares. Jo, port dich zu mir, dann bist du in der Let's Show Welt. Das Lustige ist, ich habe vorhin meine Skype-ID hier in den Chat geschickt, ne? Ja, weil ich Langeweile hatte. Du hast ja nicht mit mir geredet, also habe ich mit irgendwelchen Fans von dir geredet. Moment. Und TP. Die Sache ist die, mich haben nur 3 Leute geaddet. Das kommt davon, wenn du das Spam Leute, dann kriegt ihr die Hälfte nicht mit. Selber schuld. Auf den Shop muss ich jetzt was trinken. Ja, ich bin da, ich warte aber noch, bis sich die Welt aufgebaut hat. Ja. Solange du dich nicht auf den Schalter da vorne bewegst. Ich kann mich sowieso nicht bewegen. Die Welt kommt näher, oh Gott, die Welt ist da. Oh verdammt, meine Flasche ist umgefallen. Man sieht überall, wie geil die Lava rumbackt, weißt du? Das finde ich echt cool. Ich habe keine Lava in meiner U-Bahn-Baustelle. So, hier sind wir in der U-Bahn. Ja. Smokey, hier musst du jetzt sagen, wo es lang geht. Ja, wo willst du hin? Keine Ahnung, ich will irgendwo hin. Irgendwo, wo es cool ist. Willst du U-Bahn fahren, dann steig da drauf und steig in das Minecart. Mir fällt gerade auf, ich darf mir nicht cheaten, weil sonst wäre das dumm für unser LPT. Wo kommt das Minecart, wenn ich hier drauf steig? Oh, hier. Warte, ja. Und jetzt steht es da. Oh, jetzt. Ja, und jetzt fährst du. Ultra laggy und ultra verbuggt. Ich sehe gerade ein Ding, irgendwas passt da nicht. Ich sehe die Minecarts nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Leute, der Stream laggt nicht. Ich sehe gerade auch nichts. Aha, gut. Vielleicht solltest du einfach nicht an die Wand gucken. Danke. Jetzt sehe ich den Minecart wieder. Okay, das Minecart ist in der Wand. Verbuggt. TP Isu? Toll.
Ja. Welt, bau dich auf. Ja, dann gehen wir zum Strand hoch. Port dich zu mir, Moment. Okay. Ah, der Stream laggt. Ich hab euch gesagt, Leute. Ich hab's euch gesagt. Und damit müsst ihr euch jetzt leben. So. Wieso, Hansi? Baustelle betreten verboten, U-Bahn-Station, Eltern haften für ihre Kinder. War das nicht mal das Klohäuschen? Ja, das war das Klohäuschen, jetzt ist es U-Bahn. Ja, das würde ich mal sagen, ist ein Aufstieg, der nicht zu verkennen ist. Hieß du kannst deine Link-Sachen da in die Kiste packen. Meine Let's Play-Sachen. Fürs Let's Play. Leute, der Stream laggt überhaupt nicht. Laggt gar nicht. Ganz lustig. Ist ja auch meiner. Ja, eigentlich müsste er dann laggen wie Hölle. Ja, dann gehen wir halt den Mackey bauen. Wieso laufe ich hier sinnlos hoch? Ja, ich will rutschen. Das ist Wasserfeiler. Der Schaden ist Schaden ist an, oder? Gib ein Slash Guard, dann hast du keinen Schaden. Ah ja, das muss ich aber dann fürs Let's Play wieder ausschalten. Ja. Erinnert mich dran. Ja, ich muss ihn eher ausschalten. Nein, weil... nicht Z-Guard, ich wollte eigentlich. Dance with somebody. Hey. Gordon Mode. Ich nicht mal zum McDonald's. Wo ist das McDonald's? Ich lauf gerade hin. Ich habe noch keinen Warp gesetzt. Dann folge ich dir blind. Stur. Kannst dich dann porten auch. Wer hört da Musik? Ich guck gerade DSDS. DSDS, oh mein Gott. Das ist schlimm. Ich wollte eigentlich ein bisschen Niveau in meinem Stream wahren. Das kannst du gleich vergessen. Ja, das kannst du vergessen, weil Juschen ist hier drin. Ey, Linda, fragt nochmal jemand nach deinem Skype-Name. Aber jetzt bin ja ich da, ne? Jetzt brauchst du ja nicht mehr. Soll ich nochmal so richtig gemein sein und nochmal so alle adden lassen und wir ziehen einen nach der anderen in der Konfi und sie dürfen mit dir reden? Ja, machen wir das doch mal. 181 Leute hat hier gerade jemand geschrieben. Los, edit. Oh, verdammt, das M muss weg. Ah, ich sehe das Melky-Zeichen. Whoopie. So, ich gebe euch nochmal die Eddie von... Wieder. Das ist die Eddie von Lynn. Edit sie und wer Glück hat, kommt mit uns in die Konfi und darf eine Minute lang irgendwas Bewegendes sagen und loswerden, was er schon immer mal sagen wollte und Huldigungen und ja, wenn ihr weiblich und über 16 seid, dann könnt ihr auch 5 Minuten bleiben. Genau. Was? Nee, nein, erst recht nicht. Hört nicht auf Lynn, ich hab ihr das sagen. Wenn ihr männlich gut aussehend seid, über 16 und eine hübsche Stimme habt, dann dürft ihr sogar ganz lange bleiben. Kann ich kicken? Hallo, was ist mit Jisoo, Arkus und mir? Nein, und ich kann nicht kicken, verdammt. Smokey, kannst du kicken? Ich kann kicken. Moment, gut, mein Telefon läutet sehr unscheinbar leise. Leute, edit ja, Lynn kräftig und hau da rein. Schau Skype. Hier, guck mal, der ist ganz lieb, das ist die Gotteskuh. So, jetzt den machen wir mal die Musik mal aus. Ich stelle meinen Status auf online. Jetzt muss hier nur noch irgendjemand anrufen. Ja, ich bin schon da. Ich bin schon da. Oma, der war da schon drin. Der das ist nicht. Der war schon da. Was, der war schon da? Er ist doch der Erste. Wie kann er schon da gewesen sein? Okay, Oma, du hast ab jetzt deine Minute. Ab jetzt hast du deine Minute, Oma. Oma ist da. Hi. Hallo. Oma. Verdammt, Delay. Du darfst uns jetzt... Was? Er hat das nicht mit einem Hundeblick zu bezirzen. Ja, ich war vorhin da, als... Ja, ich war vorhin da, als du, Ja, hallo, ich bin Mökin Gordgau. Ich finde, dass Jisoo Anji ein wirklich guter Let's Player ist. Er wird viel zu wenig beachtet. Er hat eine sehr angenehme Stimme. Ich schlamme mich gerade nicht ein. Das ist wirklich meine Meinung. Und verdammter Delay. Okay. Und, ja... Und ich weiß, wo du das zweite Stormbreak findest. Das zweite Stormbreak, ja, wo? Wo denn? Okay, jetzt könnte ich eigentlich wieder rausgehen. Ja, du weißt, wo das Stormbreak ist, dann sag mir auch wo. Das hilft mir viel, wenn du es weißt und es mir nicht sagst. Jisoo, ich spring gerade beim Mackie rum, du kannst dich herporten. Ich bin schon da. Ja. Wo ist los. Er will es mir nicht sagen. Ja gut, dann. Du musst mir jetzt erstmal sagen, wo das Stormbreak ist. Also, im Casino, wo du vorhin drin warst, da musst du auf die... Ja, also im Casino. Ja. Ja, ich bin verwirrt. Also, er ist jetzt selbst im Casino, wo du vorhin bist, wo du vorhin warst mit diesen... Alter! Ja, wartet, Jungs! Was zum Teufel?
Ich denke also mir auch nach. Draufspringen. Und dann gibt's da so einen riesigen, wieder blauen Teddybären, den kannst du auch wieder abgeben. Also auf die Lampen springen. Und ja. Ist klar. Irgendwas im Casino springen. Ja, okay. Super, danke für die Wegbeschreibung und so. War schön mit dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bye bye. So, nächsten so. Bitte. Nächster bitte, der nächste Jason. Ist Jason. Jason, Heavy Rain. Es läutet noch. Jetzt ist er da. Hallo Jason. Du hast jetzt eine Minute Zeit, einen weltbewegenden Satz zu sagen. Wenn du weißt, wie man AIDS heilt, sag's jetzt. Ja. Ich lass mal die Stopper laufen, ne? Ich muss die Musik ausmachen, sonst höre ich nichts. Also, bitte, sag etwas. Hallo. Und wie geht's dir so? Gut. Super, mir auch. Wie alt bist du, wenn man so fragen darf? Oh. Ich liebe deine Abonnenten. Ich auch. Jason. Jason, wie alt bist sag du? Was. Wie alt bist du? Das weißt du doch nicht. So, ich würde sagen, das war die Minute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir auch. Und noch einer blockiert. Danke. Leute, wer mich eine Minute, ne? Ja, egal. Leute, wer mich privat anruft, wird blockiert. So. Nächsten bitte. Ja, haben wir noch ein paar? Unterwegs. Also, Leute, wenn ihr 16 und weiblich seid, dann anrufen. Hallo? Das liegt jetzt nicht beim Radio. Gideon, wenn ich Gideon, Gideon würde ich sagen. Der komische American Boy da gerade schon. Ach, American Boy, dann ja, hat er auch nur 30 Sekunden Zeit. Für die Beleidigung immer ein paar Abzüge. Ja. Und 30 Sekunden. Hallo. Headset-Qualität, super. Oh, Gideon, du musst deinen Stream leiser stellen. Hallo. Headset-Qualität, super. Wenn du den Sound ausmachst vom Stream, dann wäre das ein bisschen besser. Ja, und wir würden dich sogar hören dann. Alles klar. Super. Thumbs up. Ja. Also, willst du irgendwas sagen? Ich wollte nur eins sagen. Also, ich finde euch alle zusammen so geil und mach was, Sommer. Super, danke. Machen wir. Ja, und noch eins? Ja. Du hast noch Zeit. Stellt mir auf Facebook Eden Jackson genau wie hier. Ja. Also, das war's. Macht weiter so, Mann. Ich hab euch alle abonniert. Das war's eigentlich schon. Super, danke. Bis zum nächsten Mal. Jo, bye bye. Ciao. Ciao. Was wollte der jetzt mit Facebook? 50? Ich hab keine Ahnung. Wir sollen ihn adden. 50 Sekunden und 60 Millisekunden. Hat er sich aber kurz gehalten. Nur so kurz zur Information, Leute, die mich adden, werden natürlich nicht angenommen. Jo. Das Lustige ist, ich nehme alle an. Nur ob ich dann antworte, ist was anderes. Der nächste. Ich nehme die meisten an, aber ich kick sie danach halt wieder. Link Nikolaus ist the next one. The man with the minutes. Der hat einen coolen Avatar. Yeah. Ich sehe die L8. Anruf fehlgeschlagen, ja, das fängt doch schon ja, mal dann schön an. Gleich raus wieder und nächsten. Hast du leider deine Chance versaut. Tja, das tut mir dann leid. Dann haben wir den noch. Der Pate. Also, warte mal, hier hat gerade eben einer im Chat was ganz Kluges gesagt. Ali. Gideon Jackson, Freunde, Doppelpunkt 10. Ja, Leute, wenn ihr da bei uns mitmachen wollt und ihr habt eure Privatsphären-Einstellungen so, dass man euch nicht anrufen kann, wenn man euch nicht in der Kontaktliste hat, dann tut's mir leider leid. Dann funktioniert es nicht. Yep. Aber also, der hat ein geiles Profil. Foto. Ja, ein Audi R8. So ein Ding kommt mir in die Garage. Ja. Lena, ist oder darf ich... I'm on my way. The next one, please. Ja, ja. Keine Zeit zu verlieren. Chris. Das klingt. Ein Chris. Genau. Und er hat keine Privatsphäre-Einstellungen. Fängt er schon mal. Hallo Chris. Hallo. Das ist deine weltbewegende Minute, uns was mitzuteilen. Schwein. Ah, okay. Mhm. Sehr interessant, ja. Ja, ja, ich hätte es genauso gesagt. Ey, aber übertreib es nicht mit den Informationen, ne? Die müssen auch noch alles nachvollziehen. Ja, Moment mal, vielleicht hat er technische Probleme, vielleicht ist sein Headset ja nicht angeschlossen. Okay, und er redet mit seinem Bildschirm. Er schreibt Hi, er schreibt Wait, dann Wait, okay.
Okay, du bekommst 10 extra Sekunden. Hi, bin wieder. Ja, oh. Super. Hi. Hallo. Hi. Ja, ich muss bei meinem scheiß PC mal umstellen. Ah, okay. Du hast jetzt deine weltbewegende Minute. Nee, ich bin noch da, oder? Ja. 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 Du solltest nur das Stream ausschalten, weil ich hör mich bei. Ja, dann passt es doch. Ja. Ich glaube, ja. Mann, kommt das verspätet im Stream. Ja, gut, dass du uns in Skype hören kannst. Wenn du den Sound vom Stream ausschaltest, dann funktioniert das Ganze ein bisschen besser. Ja. Jo, habe ich gerade gemacht. Ah, super. Also, ich wollte sagen, ich finde dich einfach super, euch alle vor allem Ding. Und ja, einfach top. Macht weiter so. Gut. Ja, danke. Danke. Jo. Gut, du hast noch ein paar Sekunden Zeit, falls du noch was loswerden möchtest, oder die Krankheit gegen extreme, ja, die Impfmethode gegen extreme Krankheiten zum Beispiel. Nee, aber bin dran. Okay, was? Dann melde dich, wenn du es herausgefunden hast. Jo, mach es. Jo, super. Und noch viel Spaß. Bye, bye. Bye. Jo. Was ich immer lustig finde, die sagen immer, alle finden sie gut. Die meisten kennen mich gar nicht. Ich bin eigentlich so unbekannt. Das ist so. Wer ist eigentlich Lucien? Roberto Blanco. Roberto Arte, andere Feldgeschlagen. Ich habe gerade von Privatsphäre-Einstellungen gesprochen. Ja, die Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, wie das geht. Ich kann es euch nicht erklären und ich habe auch jetzt gerade nicht die Zeit dazu vorgedessen. Es tut mir leid, Roberto. Ich mochte deinen Namen. Echt. Roberto. Ist ja schön. Oh, Roberto ist da. Roberto ist da. Moment. Hallo. 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 Hallo, Roberto. Deine Minute läuft. Ab genau jetzt. Ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Was? Hm? Ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Hm. Okay, das ist ja. Naja. Das hat jetzt richtig gut wie einfach hier die Kuh so rummut. Das hat jetzt richtig gut gepasst. Oh, stillschweigen. Oh, das ist doch herrlich. Super. Ja, willst du irgendwas sagen, Roberto? Nö, eigentlich nicht. Nicht? Wieso addest du uns dann? Du hast noch 5 Sekunden, ja. Also 5 Sekunden bei mir hat er noch, ja. Und dann, ja. Danke, dass du da warst. Und, ja, vielen Dank. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Haust du rein. Okay, dann gebt mir dem Lieben noch mal die Chance, weil er ja verrafft hatte, sein Mikro anzuschalten. Ja, ich kann ihn trotzdem nicht anrufen. Ach, da Privatsphäre. Ja, dann muss er Gespräch also beitreten. Also ich hab ihn drin. Wie kann man anrufen? Du musst einfach Gespräch beitreten. Ach so, übrigens, warte mal kurz. Ihr könnt auf Skype dann Privatsphäre, dann geht ihr auf Anrufeinstellungen und dort einfach jeder darf mich anrufen. Dann auf Speichern. Wir können euch hinzufügen. Warte mal, wo war das? Ich mach das mal. Ich simuliere das mal hier. Hallöchen. Ah, wer ist denn da? Der Passi ist da. Ja, genau. Ich wollte euch sagen, ihr seid richtig geil. Der Livestream ist auch im Moment saugeil. Ich bin schon seit 7:45 am Warten. Respekt. Wieder gekommen. Ich hätte nicht so lange. Also ich hätte nicht so lange ich hätte nicht so lange gewartet, ganz ehrlich. Ja, Gießen ja, seine trotzdem Technik. Geil. Ja. Zuerst habe ich auf der OwnTV-Seite geguckt. Naja, dann bin ich doch auf die Swanji-Seite gestoßen. Ja, ist auch gut so, ne? Ja. Ja, aber der Chat ist jetzt. Ich habe mich ehrlich gesagt schon den ganzen Tag auf den Livestream gefreut. Ja, super. Tja, Jisoo, dann du rettest Leben und versüßt Tage. Genau. Indem ich Zombies umbringe. Oder so. Jo, das wollte ich sagen. Geplant, ja, danke. Okay. Sehr nett von dir. Danke für den Besuch. Bye-bye. Was denn? Next. Der klang nicht so jung. Die sind alle so freundlich. Ja. Aber trotzdem klang der nicht so jung. Siehst du, ja. Lynn, hast du noch im Gepäck? Nein, mich hat keiner weiter geaddet, ich hab niemanden mehr. Mich adden dafür lauter Leute hier gerade. Leute, ihr könnt immer noch Lynn adden, Lynn-Line. Lynn-Line, ich schreib's nochmal in den Chat für alle, die es nicht gelesen haben. 4 Fragen und einmal eine Minute bei uns in der Skype-Konfi. Einmal Lynn-Line adden, dann habt ihr eine Minute Zeit, was Weltbewegendes mitzuteilen. Okay, und ich schreib mal kurz, wie man das nochmal ganz genau einstellt, ne? Time, Day. What the fuck? Ich hab Creeper gehört. Ich hab ihn. Der ist direkt hinter mir explodiert. Hä? Warte mal, ich baue das hier nochmal wieder rein, hier diesen. Ach ja, hier haben wir noch einen. Ja? Super. Immer her damit. War jetzt sogar. Creeper!
Hau ihn um. Senk, Kenk, Schenk, Zenk. Oh, Creeper. Das ist nicht gut. Wenn der da hochgeht, das ist gar nicht gut. Ich stelle mich ins Wasser, da können sie explodieren. Das ist eine Schnuppe. Oh, oh. Das ist ein angeblicher neuer Let's Player. Steht auf jeden Fall in seinem Profil. Wir hatten noch keine weibliche Anruferin. Das finde ich irgendwie schade. Das finde ich auch schade. Obwohl, wir haben. Senk, der war doch vorher auch schon da, aber... Ja, er war diesmal noch nicht da, deswegen gib ihm die Minute und gut. Die perfekte Menge. Senk kriegt die Minute. Hallo. Hi. Senk ist wieder da. Hi ho. Das heißt Jank. Jank. Okay. Gut. Hätte ich jetzt persönlich also, mit J geschrieben, aber... Ich kann kein Namensausländisch. Also, was heißt Namensausländisch? Aber das sagt mir trotzdem nichts. Ja, okay, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, irgendwas zu sagen. Was dir gefällt. Du kannst auch gerne deinen Namen erklären. Arcus, hi, du bist gerade reingeplatzt. Ich bin wieder da. Schön. Och, warum macht ihr das Spielchen schon wieder? Das ist sicher sofort. Ja, hey, sag ruhig. Ja... Ich weiß jetzt nicht genau, was ich sagen soll, aber ja, ihr seid cool. Oh Gott, ey. Na, das ist doch was. Leute, wir hatten vorhin ja die Monster drin, ne? Ja. Wir wissen, dass wir die nochmal reinholen, dann haben wir auch eine Dame mit drin gehabt wieder. Ich hole. Ja, nee, jetzt nicht. Jetzt warte erstmal. Lass mich erstmal hier meine ganzen Leute abarbeiten. Aber die Monster darf nachher auch noch rein. Die waren ja. Ja, die ist ganz nett. Die ist... Ja. Ich hab viel verpasst. Fabian, ne? Fabian, ja. Hallo. 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 Ey, ich find richtig cool. Oh ja, cool. Danke. Ich find dich auch cool. Sind alle so kreativ, ey. Ja, Arcus. Ach komm, Arcus. Ja, sorry, weißt du, ich bin knallhart. Und jetzt NPH. Was? Paul. Lieber Pate unterstrich 2C, aka Paul, wenn du mich noch einmal erst blockiere ich dich. Ich adden die auch jetzt alle. Dankeschön, Lynn. Okay, dann, das ist Jisoo. Danke fürs Dasein, danke fürs Kompliment machen und, ja. Abonniert LP Funners. Ja, ja, abonniert den. Ja, ja, genau. Und tschüss. Abonniert LP Funners. LP, das wird er selber sein. Ja. Denke ich auch. Ich abonniere keine Kinder, nein. Arcus, du hast die gute Laune mit Löffeln gegessen heute, ne? Also, er hier scheint noch ein bisschen... kreativ zu sein, wenn der jetzt reinkommt und was Unkreatives sagt, dann hau ich ihn. Also ich habe eigentlich gute Laune. Renify, ach Renify, den kenne ich die doch. Die Monster, die habe ich gerade eben gefragt, die hätte auch Bock mal reinzukommen. Hey Renify, altes Haus. Hallo. Kann es auch sprechen? Ja, kann es. Es ist Let's Player. Ach du Scheiße, auch das ich, noch ich. Nicht jeder Let's Player kann gut sprechen. Ich kenne Renify. Ja, Renify habe ich vorgestellt in meinem ersten Let's Player vorstellen. Ich warte ja noch, ob es mal was sagt. Das war Arcus. Renify. Ja, es war Renify. Zwing uns nicht dazu, dich zu kicken. Ich kann dich gut leiden. Komm, mach uns ein Blow to go. Er schreibt, wahrscheinlich muss er... Oh, das Mikro, fail. Oh, der Vorführeffekt. Das ist natürlich... Okay, dann überspringen wir dich jetzt einfach, du erklärst deine technischen Probleme und wir machen... Wir kommen später auf dich Janik zurück. Weiter. Renify landet in der Warteschleife. Yannick, rufen wir den lieben Herrn. Ha! Lodi war meiner. Was soll das werden? Die dürfen kurz sagen, wie toll sie Jisoo finden, oder sie was? Sie dürfen eine Minute lang sagen, was sie wollen. Teilen. Wow. Sagst du mal, wie toll ihr mich findet. Hi! Hi! Hi, Yannick! Hallo! Ein awesome Feeling, hier mit meinen großen Vorbildern zu reden. Groß? Also du, ich bin 1,63. Also ich weiß nicht, ob du mich jetzt... Ich bin deine Vorbild, wo auch kaum mein, Lynn. Oh, aber böse! Oh, du bist so gemein! Also komm, ja, Daumen runter für Arcus, nein. Leute, Klappe halten. Yannick hat jetzt die Klappe halten, habe ich gesagt. Yannick hat die perfekte Minute. Du darfst jetzt sagen, was du willst. Ja, ich wollte sagen, ihr macht echt hier eine super Sache. Mir gefällt euer Let's Play richtig gut. Homepage, große Sache, Jisoo. Ja, das war's. Jetzt kann ich mich ja kicken. soll ich... Also, ja, der Lordi tut die ganze Zeit, wer ist Lucien? Lass ihn spammen. Ja, wer ist Lucien? Ja, Yannick, danke, dass du da warst und so. Hat mich gefreut. Kein Problem. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Ciao.
Edis. Oh, da kommt schon wieder der nächste rein. Edis. Edis, Edis. Ja, das fließt meine Arbeit, weil das ist echt alles. Wo sind die Damen? Wo sind die Damen? Ich möchte Damen. Ja, wir haben ja noch Damen in der Hinterhand. Wir haben ja noch Monster in der Hinterhand. Wir wollen heiße Chicas haben. Woo! Ja. Da kann ich echt drauf verzichten. Ja, dann müssen wir kurz Lin eben kicken. Ja. Hallo, hallo Edis. Edis ist da. Hallo. 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 Du hast deine weltbewegende Minute. Genau jetzt. Wie geht's? Wie geht's? Danke, mir geht's gut. Wie geht's dir? Geht es dir überhaupt? Also ich wollte nicht sagen, ich finde dich wirklich super. Ja, danke. Oh. Und ihr seid cool. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Und das war's dann. Ich habe euch schon abonniert, also. Geil. Ja, super, so muss es sein. Danke. So soll es sein. Also dann könnt ihr mich wieder kicken. Alle okay. Die Abo, Let's Play Like a Lady, alle die Abo, Let's Play Like a Lady. Und Renify ist da. Renify, hi Renify. Tobias? Hi. Ah, man hört Renify. Man hört was. Hab ich jetzt mal Minute? Du hast Minute. Okay, ich wollte sagen, danke fürs Vorstellen, Jisu, und ja, ich freue mich schon auf weiteres Zombie-Geschnetzel mit Seekin. Schnetzel? Ja, wird demnächst auf jeden Fall weitergehen. Und du bist wirklich über 16? Ich bin 16, auch wenn die Stimme wirklich mich jünger wirken lässt, als ich bin. Seit dem 16. Okay, okay. Genau. Ja, dann. Gut. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und so. Das war zu spät. Schade. Gott. Naja, hört es ja vielleicht im Stream. Ist der Stream noch an? Der Stream ist noch an. Natürlich, sonst würden wir... Oh, Creeper! Scheiße, Mann, ich wäre normalerweise viel netter dann. So, jetzt kommt Tinibo. Falls ich das richtig ausgesprochen habe. Könnte auch Tinibo heißen. Andro fehlgeschlagen, es tut mir leid, Privatsphäre-Einstellungen. Leute. Ich könnte es eigentlich auch nicht anrufen, wenn ich, weil ich unter 16 bin, weißt du? Da geht das dann auch nicht. Scheiß Privat. Du hast noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Tut mir leid. Und vorbei. Das war aber ein cooles Pick. Er hat nämlich 5 Gum. Ja, dieses hässliche Kaugummi. Bäh, ist das wirklich. Ist lecker. Das ist so, der letzte. Der letzte in der Liste. Der letzte. Crunk in the air. Crunk in the air, young man. Das ist ein Name, den Akku sofort liebt. Den würde er gleich von hinten und von vorne und am besten beides gleichzeitig. Ich habe keine 2 Penisse, mein lieber Smoky. Nicht? Schade. Du bist Bouncer, du bist besetzt. Schwarze. Lol. Besetzt, er hat uns weggeklickt. Ich nochmal, ich bin empört. Die letzte Chance, dass du jetzt rangehst. Boah, Alter. Deine letzte Chance jetzt. Wenn du jetzt abdrückst, ist es vorbei. Du hast die Ehre. Tut mir leid. Schade. Okay, Tinibö, bitte nochmal. Neuer Versuch. Hat mich gerade angeschrieben. Wer? Tinibö. Er hat seine Privateinstellungen geändert. Ja. Oh, sehr schön. Ah, hallo. Ich muss erstmal hier was anderes einstellen. Wartet. What the fuck? So, jetzt. Okay, jetzt. Ich hab noch was. Oh, das war der Opener. Das war der Opener. Ich höre ein G35. Nee, ja, okay. Genau. Ja, genau. Ich wollte eigentlich wollte ich hauptsächlich was anderes sagen. Markus, die Mail, die du vielleicht schon bei Skype gekriegt hast, die hatte ich vielleicht schon vorinformiert. Ich habe jetzt angefangen mit Let's Plays und wollte euch eigentlich fragen, ob ich vielleicht in eurer Gruppe leicht mit rein kann. Also es kommt drauf an, ne? Also wir sind ja jetzt nicht so eine Gruppe, weil wir Let's Player sind, sondern eine Gruppe, weil wir menschlich. Also für euch, also man sieht euch eigentlich hauptsächlich als Gruppe. Ja, natürlich, aber wir sind ja jetzt nicht nur eine Gruppe, weil wir alle Let's Playen, sondern weil wir menschlich gut klarkommen, weil wir halt untereinander sympathisieren. Ja, nee, ich bin jetzt... Das war jetzt geil. Hä, welche E-Mail? Ich hab nichts bekommen. warte. Ja, eine neue Nachricht löschen. 10 Sekunden Zeit. Nein, lass ihn nicht. Mich interessiert das. So. Ja, mich auch gerade. Warte, ich kopiere mir das hier mal rein. Ich lese das immer, solche komischen Nachrichten kriege ich andauernd. Nichts geschrieben.
Ja, es lädt auch noch dieser. Wie alt bist du? 16. Ah, gerade so Grenze, weil Lin so jung ist. Du kannst ja jetzt einfach mal die unglaubliche Gelegenheit nutzen, deinen Kanal hier mal anzuwerben. Jo. Du könntest es auch einfach mal nutzen. Eigentlich unter den gleichen Namen Tini Bö. Ach ja, und außerdem der Name heißt Tini Bö. Ja, manchen kein Tini Bö was geschickt. Ja, okay, gut. Manchmal nennt man mich Tini, manchmal nennt man mich Tini Boe, manchmal Tini Bo, ist ganz unterschiedlich, aber ich bevorzuge eigentlich immer den Namen Tini. Ah, der hat dich aufgerufen. Okay, und jetzt mal so zu der anderen wichtigen Frage, was ist, wolltest du jetzt mit Gruppe und... Du machst doch gar keine Let's Plays. Probier mal. Okay, du hast mich nicht mal abonniert. Oh, das geht ja gar nicht. Sag mal, Jesu, wo läufst denn du da weggeschickt? Ich will da nach oben. Der kommt nicht in meine Gruppe. Ich glaub gar nicht, du bist in der Gang. Ja, voll. Glaub gar nicht, du bist in der Gang. Glaub gar nicht, du bist in der Band. Ah, Band, genau, nicht Gang. Band. Band. Bad Band. Ja, So, wartet. Ich mache kurz was. Machst dir kurz was, ja. Ja, ich zeig jetzt mal. Wartet. Also so ein Design hättest du vorher schon mal machen können, ne? Was? Ja, ich hab deinen Channel schon gefunden. Hm? Einen Link zu seinem Channel, schauen wir doch einfach mal. Auch. Und das ist mein erstes Video. Ah, okay. Ja, was willst du denn jetzt von uns? Ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich bei, also hauptsächlich die Gruppe, also... Er fragt einfach, ob er Connections haben kann. Ey, Mann, ist das so schwer. Richtig. Ey, jeder hat okay. Das doch bestimmt verstanden. Ganz einfach, wie ich dazu stehe, ich mache jetzt ein Angebot. Ich lasse dich in meiner Liste drin und man kann sicherlich auch ihn irgendwann mal in einer guten Stunde mit unserer Konferenz ziehen und wenn du uns gibt dir drei bist, Tage. Wird er sicherlich auch bleiben. Ich meine, Lucien ist ja auch mit drin geblieben und Smokey ja auch. Ja, und ja. Okay, gut. Danke. Ja, genial, dann. Cool, Bro. Schön, dass du da warst. Dranbleiben und. Mhm. Ja, bla, das übliche eben. Bye bye. Okay. Piep. Jetzt hab ich sie aber allerdings schon gelöscht. Ja. Was? Sie hat ihn schon gelöscht. Ja, ich hab. Übelst geblöscht. So, eine muss ich noch mit reinziehen, die Monster. Die wollte. Ja, jetzt muss ich leider pausieren. Jetzt muss ich mich da voll und ganz. Dem widmen. Widmen. Hallo? Jesu, die ist 23, die ist dir zu alt. Ey, ne? Lin hat einen Livestream. Ach, Ivo, da, das ist doch egal, ne? Monster kommt rein, da muss ich mich konzentrieren. Schulz. Arkos. Weißt du, wonach mein Rübser riecht? Nach Camembert-Käse. Es ist abartig. Ich will's. Nein. Monster ist da. Hallo. Yes. Hallo, meine Liebe. Sie ist ein Monster. Monster. Ja, das ist meine Hymne. Oh Gott, da stehst du drauf auf so eine Scheiße. Markus, okay. Was bist du heute so ein Zyniker? Also ja, ich hab eigentlich meine cool drauf. Ich zeige mein wahres Gesicht. Also, Jesu, widme dich deiner Dame. Ja, du hast die übliche. Üblichen 2 Minuten. Ach, zu glücklich, ey. Die üblichen 2 Minuten irgendwas Weltbewegendes zu sagen und Lin einfach zu ignorieren? Ja, eigentlich schon. Ich finde euch eigentlich alle ziemlich klasse, auch jetzt vom Vorgespräch eben noch. Und eure Let's Plays, lasst rein. Ich amüsiere mich immer köstlich über eure, ich sag mal, Schusseligkeit. Super Mario. Genau. Ich so lern's. Nicht. Alle Anfänge sind schwer. Kein Meister von unten. Was sagst du denn zu meinem Let's Play? ich bin noch nicht so lange jetzt beim Let's Play gucken dabei oder sowas. Ich bin jetzt erst durch Assassin's Creed darauf gekommen und muss mich mal so durchfuchsen. Ja, okay. Sehr diplomatische Antwort. Ja, okay. Okay, ich hab verstanden. Richtig. Okay. Ich guck euch alle nochmal an. Guckst uns alle nochmal an, okay. Die ich in der Liste lassen werde. Sie ist ein Mädchen und sie ist nicht dumm. Das ist doch schon mal echt lustig. Danke fürs Kompliment. Ja, Sie ist eine intelligente Person in unseren Kreisen. Sie ist ein Mädchen und sie ist nicht dumm. 2 gute Gründe, sie nicht zu blocken, ne? Warum werde ich denn jetzt bitte übergangen? Also, die Sache ist die, dass ich eigentlich keine Mädchen in meinen Konferenzen mag.
Also ich krieg dann mal voll die Paranoia, wenn da so ein Mädchen in meiner Konfi ist, die halt dumm wie Toastbrot ist und dann am besten noch wirklich und jung. Das ist der dritte Grund, sie zu adden. Also ich finde mich jetzt nicht wie ein Toastbrot oder so, ne? Ja, ist okay, Toastbrot, haben wir jetzt verstanden. Ist okay, Lynn. Aber wenn ich sowas sehe, also letztens halt in der Konti von einem Bekannten war ein 14-jähriges Mädchen drinne, die wollte sich seinen Namen auf eine Liste schreiben, Fotos davon machen und es in der Konti rumschicken. Ich dachte mir nur so, Mädchen, wie bescheuert bist du. Okay, dazu sag ich mal nichts. Ja, ich aber auch nicht. Danke, dass ich die Ehre besitze, in der Liste zu bleiben. Ja, natürlich. Ach, Arkus, du sollst dich auf On stellen, damit du Teenibos Nachricht lesen kannst. Aber was will Teenibo denn von mir? Ich bin auf On gestellt. Arkus ist On. Er hat ihn nur nicht angenommen. Ach so, ich muss ihn ja erstmal annehmen, ne? Warum soll ich dich annehmen, Teenibo? Nimm mir mal einen guten Grund, vielleicht lasse ich mich heute mal dazu hinreißen. Er wird dich nicht umbringen, wenn du es tust. Ist das jetzt schon ein guter Grund? Wie heißt der denn in Skype? Ich hab schon wieder ein Pate. Warte, ich geb's dir sofort. Und Deadline und Gildo Jackson? Ich hab ja auch 20.000 verschiedene Ads schon wieder. Die ignoriere ich alle. Das Lustige ist, mich edit keiner mehr und ich habe nicht Ruhe. Mich ruft nur die ganze Zeit so ein Crunk in the air und Fabian. Ja, dann blocken. Ja, mich auch. Er meint, damit ich dich besser kennenlernen kann. Ich glaube, er mag dich. Ich backe gerade irgendwo in der Weltgeschichte rum. Ja, ist es mir relativ Wayne, weißt du? Epic Construction Fail einfach mal hier. Wo soll er mich hinzufügen? Er hat mich nicht hinzugefügt. Wo ist dein Construction Fail? Hier im Leuchtturm. Wieso? Weil man diese Treppe weißt, nicht begehen kann. Ja, weißt du, was mir gerade gefällt? Das war Tess. Der hat die 5-Gramm-Packung gehalten und zwar mit den Fingern vor die Webcam und dann ein Foto gemacht, anstatt einfach die Packung irgendwo hinzulegen und davon ein Foto zu machen. Schon wieder ein Epic Construction Fail. Das war auch wieder Tess. Den Teil der U-Bahn hat Tess gemacht. Ja klar, hätte ich jetzt auch gesagt. Ist so. Hier ist einfach ein Stück Schiene. Völlig sinnlos in der Weltgeschichte. Das sind alles verrückte Mongos. Arkus, so optimistisch. Das ist ein. Was ist Jesu? Du bist so optimistisch. Ich bin optimistisch, mir geht's eigentlich voll gut. Das ist mein einziges Problem ist gerade, dass meine Rülpser nach Kammermeer stinken und mein Bauch voll gefressen ist. Ich sehe schon ein bisschen. Ja, zu viel. Bin ein bisschen fertig mit der Welt gerade. Zu viel Information. Warte, Jesu, ich werde. Ich kann überlegen, ob ich jetzt ein Ei. Was soll ich denn jetzt in der Konfi mit Fabian? Auch mal mit Leute. Fabian, warum hab ich die noch in der Liste? Löschen. Ich fahre jetzt hier einfach die ganze Zeit sinnlos im Kreis, einfach weil ich es kann. Ich bin so gemein manchmal. Er hat nichts gegen Mongos, das sagt er einfach mal immer so. Er sagt verdammt gerne verrückter Mongo, ich weiß auch nicht warum. Ein verrückter Mongo? Junge. Jesu, normalerweise sage ich nicht, dass etwas hobbylos ist, aber das ist eindeutig hobbylos. Im Kreis fahren? Ich bin eigentlich voll lieb, Leute, aber versucht mich nicht zu ändern, wenn ich euch nicht kenne. Ich habe da keinen Grund, euch anzunehmen. Also alle Frauen ab 16 dürfen es aber gerne machen. Zum Glück bin ich schon über 16. Alles geil. Oh, mal in die andere Richtung. Schön. Bin ich notgeil? Ich bin nur daran interessiert, immer wieder nette kleine Mädchen kennenzulernen. und was du vernaschen kannst, ne? Die ich dann vernaschen kann, oh ja. Oh verdammt, ich komme hier nicht mehr raus. das Ding ist protected, ich komme nicht raus. Wie bin ich dann überhaupt reingekommen? Ich kann dich nicht anhalten, doch, ich hab dich gesagt. Nein, jetzt fährt er in die andere Richtung. Ich kann da nicht raus, Mann. Bleib stehen, Mann. Ich kann ja nicht. Das Ding fährt von selber. So, ich hab dich kaputt geschlagen. Das ist super. Ich will das Ding hier nicht. Hier kannst du behalten, deine Höllenmaschine. Das ist nicht so Gefängnis, da kommt er nicht mehr raus. Aber wie komme ich da überhaupt rein, wenn das Ding protected? Oh nein, jetzt bin ich wieder drin. Also ich geb dir wieder Boost. Na nee, aber es ist nicht mehr protected. Du bist so ein verrückter Kerl. Immer wieder gern. Ja, Leute, ihr wolltet, dass wir Minecraft spielen. Was machen wir jetzt? Ich hab gesagt, beschwert euch nicht, wenn es langweilig ist. Beschwert euch nicht, wenn wir nicht wissen, was wir bauen sollen. Ich laufe jetzt hier die ganze Zeit nur sinnlos durch die Gegend, weil ich nicht weiß, langweilig, weil ich nicht weiß, was ich... Langweilig ist bei euch. Ja, ganz ehrlich, jedes Let's Play von Minecraft ist langweilig, weil es keinen Sinn macht. Das ist ein Spiel, das kreativ ist und das jeder selber erleben sollte. Warum guckt ihr da? Das wäre dann ja was für mich. Ich bin ja überkreativ eigentlich. Ja, aber das ist ein Spiel, Minecraft, das spielst du selber.
Ich checke niemanden, der da Let's Plays zuguckt. Ey, warte mal. Hier hat einer ganz, also nach meiner Meinung nach, sehr cooles Ding gesagt. Und zwar einen trojanischen Hasen. Ja, ne? Oh, Smokey, darf ich mitfahren? Ich krieg mich auf dem Boot. Danke. Hui. Das ist ja noch ein geiles Boot, ey. Ich würde, ich mache jetzt eine Bootstour. Wir wissen zwar noch nicht wohin, und ich mache jetzt wieder Time Day. Ich fahre jetzt einfach aufs Meer hinaus. Hä, was? Auf in den Sonnenuntergang. Mein Server kennt das Wort Day nicht mehr. Ich kann ja nicht auf euren Server rauf. Jetzt ja, geht. Ich leider auch nicht. Habe ich auch gar kein Interesse dran. Ich werde jetzt Jisu kapern. Kapern? Ich habe eine Lederrüstung, du kannst mir gar nichts. Ich werde Jisu jetzt kapern. Ich bräuchte echt einen Blockierbot. Ja. Ach, Jisu, bremse ein bisschen, ich will dich kapern. Bremsen. Was für ein Antrieb hat dein Boot denn? Ich paddel. Lynn. Mein Boot fährt von selber. Ja, man sieht. Rette mich, mir geht's gerade so was verdreckig. Wer ist Bord gemacht? Oh, was ich denn mag? Ich setze es jetzt in den Sand. Oh, verdammt. Nee, massier ihn meinen Bauch. Autsch. Ja, genau. Sag mal, kann man eigentlich im Chat auch bannen? Nein, theoretisch ja, praktisch nein. Scheiße. Doch, praktisch auch. Es nee, funktioniert praktisch. Aber nicht, wenn man nicht irgendwelche coolen Bots dafür hat und sonst was für ein Zeug. Warum nicht, Jisu? Hab ich gerade gesagt, wenn man keine coolen Bots dafür hat und sonst was für ein Zeug. Jisu. Du musst zuhören. Und dafür noch. Ich höre dir doch nicht zu, Jisu. Übrigens, Jisu, du bist morgen gleich beim Livestream dabei und ich überlege, ob ich dich einspanne, dass du das Spiel mit mir spielst. Was für ein Spiel? Nein. Ein MMORPG. Oh. Sag jetzt nicht LOL. Komm schon. Was denn? Nein. Was für ein Spiel? MySphere? Das heißt Forsaken oder Forsaken World oder so? Forsaken World. Auch nicht leicht von WoW geklaut, ne? Forsaken World, das sagt mir irgendwas. Was macht man da? Forsaken kommt von WoW, das ist irgendein Volk. Ich keine Ahnung, ich habe die WoW-Geschichte jetzt. Was? Ja, WoW? Ist immer nicht schlecht. Also ich find's richtig schön. Ich hätte da vorhin angezockt von gedreht. Das wird übrigens hochgeladen. Und. Ah ja. Ja, Jis und ich werden jetzt die ganze Zeit da durch die Weltgeschichte rumlatschen. Weil wir keinen Plan haben, was wir machen sollen. Lohnt sich das wirklich? Soll ich mir das auch mal angucken? Ist das gut? Ja, also wie gesagt, morgen mache ich jetzt ein Livestream. Um wie viel Uhr? Wann machst du Livestream? Ich fände super, wenn ihr... Wie viel Uhr? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nachmittags. Naja, nachmittags kann ich leider nicht. Also Leute, morgen Nachmittag www.jisuanji.de/letsplaylikealady. Da gibt's einen Livestream mit Lynn und mir. Ich könnte theoretisch nur abends. Ich kann auch nur abends. Ja, ich kann ich auch abends machen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich mache. Akkus, wir kriegen das nachher ab. Ich jo, krieg natürlich auch noch ein wunderschönes Ankündigungsvideo. Ja, wunderschön. Ihr werdet auch nochmal von mir informiert. Rüchen und Rüchen und so, ne? Und ganz viel Rosa. Ja klar, ich leg mich ins Rüschenkleid. Ich zieh extra für dich ein rosa Rüschenkleid an und mach dann mein Ankündigungsvideo. Ja, aber dann mach auch so einen Knicks, ne? So zur Begrüßung, so ein Knicks. Ich werde jetzt ein Monster in meine Liste hinzufügen, einfach nur weil es Lynn nervt. Lynn, zieh einfach genau das an, was du heute anhattest. Nee, ich will nur den Avatar sehen können. Da ich weiß, dass das liebe Monsterlein eh für dich viel zu alt ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Irgendjemand hat mir das Boot unterm Hintern weggekloppt. Aber für mich nicht, Baby. Das kann nur Smokey gewesen sein. Das war jetzt geil. Bitte dir ein neues. Oh, super. Also. Nein, mein Boot fährt weg. Ohne meine wieder. Grenze ist 21, tut mir leid, Monster. Macht nichts, kann ich nicht leben. Ich hab doch keine Grenze, weil das tut doch Gack in die Hose, ey. Ich nehme auch eine 40-Jährige. Oh, geil. Oh, wir könnten eigentlich mal auf Kurzserver schauen und gucken, ob es da Schadensbegrenzung gab. Stimmt, ja. Leute, ich nehme euch kurz das Bild weg. Wir wechseln den Server. Jisu, kannst du mir nochmal die IP schreiben, bitte? Ja, ich muss die erstmal selber rausfinden, kurz. Ich nehme euch kurz das Bild weg, Leute. Und ich gehe mal auf Futterjagd. Auf Futterjagd? Hier auf Futterjagd. Irgendwo ja, hier stand doch ich zücke jetzt meinen Speer und gehe jetzt mal ein bisschen jagen.
kurz. Du, das geht auch im Kühlschrank. Wenn du nur Flaschen drin hast, dann spießt du einfach irgendeine auf. Ich wollte gerade sagen, bedroh doch einfach den Kühlschrank. Genau. Oder starr ein Buch so lange an, bis es dir sagt. Wo ist Kurt? Monster, dann ich guck jetzt schon wieder Knie. Was meinst du? Ja. Was? Wo wann? Monsters Mikro spinnt ab und zu rum. Boah, ich geh gleich so. Wo ist Kurt? Ah, da. Hier ist die IP. Gehst du, wie heißt das Lied, das du so magst? Wie heißt das Lied? Ja, keine Ahnung. Ich mag viele Lieder. Lied. Warte mal, ich kann ja mal ein paar anspielen. Vielleicht ist ja das Richtige dabei. Was ist das? So, meine Schäfchen, da bin ich wieder. Monster, dein Mikro knarrt. Warte, bleib mal schnell. Dein Mikro knarrt. Immer wieder. Ist so ein Scheißteil, ein uraltes Teil, wie gesagt. Wer ist Rotschmann und wieso ist der da drin? Keine Ahnung, hab ich reingezogen. Kann mal jemand die Server-IP von Kurt in die Konfi posten? Oh, da bin ich. Also ich hab... Monster muss das Knall im Griff bringen. Ich bemühe mich, nächste Woche ein neues Set zu kaufen. Oh. Euch. Ja, bitte. Oh, schlimm. Ich kann da nochmal eben, ich geh mal eben woanders schnurren. Bis gleich. Okay, ja. Gehst du, kannst du vielleicht mal eine Tracklist online stellen mit den Lieblingsliedern? Hab ich mir auch schon überlegt. Ich werde vielleicht auf meine Homepage eine Seite einbauen mit der Playlist. Player? User, Iso? Ja. Was bist du? Wer spricht? Man kann Lucien. Du kannst dann übrigens 30 Sekunden Demo für jedes Mal anhören lassen, weil das ist erlaubt auf der GEMA. Ja? Alles über 30 Sekunden ist nicht mehr erlaubt. Ja. Musst du mir mal sagen, wie man das dann alles hochlädt. Du kennst dich ziemlich aus mit sowas, oder? Ich informiere mich zwischenzeitlich mal dafür. Ich wollte ein Radio machen, habe ich mich dafür interessiert, dann habe ich mich dahin informiert und seitdem weiß ich das. Ja, okay. Du bist mein Mann. Habe ich jetzt beschlossen. Und ich kann dir helfen mit der Technik, mit dem ganzen Hochladen und dem Player einbauen. Okay. Kurzer Grund, wieso ich auf den Server gegangen bin. Kurze Vorgeschichte, wann war das? Ja, mal die IP bitte, Jesu. Vorgestern oder so. Ja, kann mal jemand die IP posten? Ich kann das jetzt gerade nicht. Vorgestern, glaube ich, ist dieser Server hier gehackt worden. Und zwar ist irgendjemand um Mitternacht, oder ich glaube um 1 war es, irgendwann nur 1 in der Nacht oder Mitternacht, hat jemand auf den Server zugegriffen, ist mit einem Lightsaber-Mod hier rumgerannt, hat überall ein bisschen was weggeklopft, ist einmal durchs Rathaus durchgerannt, hat alles zerstört praktisch, hat sich dann wieder ausgeloggt und hat den Server-Log gelöscht. Wir wissen bis heute nicht, wer es war. Wir haben wirklich exzessiv dran gearbeitet. Das wieder hinzukriegen alles. Der ganze Weg hier war freigelegt praktisch. Einfach hier eine gerade Schneise durch das Haus durch. Wirklich 5 Blöcke einfach an meinem Haus vorbei. Ich habe so Glück gehabt, dass mein Haus davon nicht betroffen wurde. Bin wirklich froh. Irgendjemand hat alle Türen offen gelassen. Hat jemand die IP von Kurt Server? Kann die jetzt vielleicht mal jemand posten? Hast du Kurt in der Liste? Nein. Das ist natürlich dumm, weil der hat die in seiner Anmerkung stehen. Noch mal kurz Bild wegnehmen. Wenn wir nochmal ganz neu anfangen, dann können wir auf meinen Server, dann kann ich auch mitzocken, weil ich habe im Moment noch nicht original. Warte mal, ich such mal die IP kurz. Wo ist er denn? Obwohl, ich hab. Der. Also, wir haben. Ich habe ja auch einen eigenen Minecraft-Server. Wir haben im Moment noch eine alte Map, da kann eigentlich jeder drauf, da können wir auch richtig viel Scheiße bauen, also alles zerstören, wenn man gerade eben Zerstörerlust hat, kannst du TNT nehmen, einmal springen. Danke, okay, Isu. NP. Das wäre ein Server für Tess. Wie kriegt man Feuer hin, das niemals aufhört zu brennen? Das ist relativ einfach, man nimmt Netherrack. Hellstein! Nimmt Netherrack und zündet ihn an, der hört niemals auf zu brennen. Oder man nimmt einfach einen Ofen, der brennt auch. Ich stehe bei unserem coolen Super Meat Boy. Ja, Super Meat, ich komm zu dir. Leute, wer es das letzte Mal nicht gesehen hat, wir haben Super Meat Boy gebaut. Erstmal ein bisschen rumbacken, ist ganz wichtig. Oh, das hier ist Super Meat Boy. Wisst ihr, ihr könnt eigentlich einen Bandage Girl daneben bauen. Hier ist kein Platz für einen Bandage Girl. Was haltet ihr von diesem
Meat Boy. Super Meat Boy ist das. Wenn man es erkennt. Wir haben es extra noch dazu geschrieben, falls es jemand nicht erkennt. Ich bin kein OP mehr. Scheiße. Finde ich. Also ich finde, der ist richtig gut geworden. Warte mal. Zünd den an. Ja, super. Ist das die ganze Wolle verbrennt. Ist das eine Actionfigur oder ist das einfach nur ein riesiger Fleischball? Ja, es ist ein kleiner Fleischball. Meat Boy. Yisu, ist Kurt am Server? Kurt ist nicht mal online. Scheiße. Ich bin kein OP mehr. Hallo. Kannst du mich OPen? Vielleicht ist er ja da und liest nur den Serverlog. Er hat doch was geschrieben, nee. Ach komm, Fragezeichen. So. Wer schreibt mich an? Ah, ich hab mich zum Spawn geportet. Ja, ich meine, wir können schon den Server wechseln, wenn's. Wenn du willst. Schon. Die anderen könnten auch mit, so ist es ja nicht. Ja, können wir gerne machen. Ich lerne gern neue Server kennen. Verdammt, jetzt habe ich den Netherrack weggeklopft. Dann brauche ich eine IP. Erstmal. Die Schäden angucken. Oder sind die Schienen schon wieder repariert? So, dann mache ich noch das Bild aus. Ich bin kurz knapp davor, mich mit jemandem anzulegen. Das sollte ich lieber nicht tun. So, wir wechseln den Server. IP? Ah, ich muss gerade eben sagen, also der Spawn ist im Moment sehr dunkel. Okay. Ich brauche nur eine IP. Ziemlich dunkel. Fallschaden ist der an? Ja. Lucien? Milking the God ja. Joined the game. Kannst du mir die IP schreiben? Hier könnt ihr übrigens runter, ne? Runterrutschen. Ich habe keinerlei Rechte, oder? Okay. Item. Nee. 1,64. Noch nicht. Nee. Warte. Und let's go. You are no okay. Item 278. So, ich komme auch gleich. Läuft es hier mit GIF oder mit Item? Mit GIF. Ah. Ja, ich hab mich dann. Also das ist noch der alte Server. Ne, so, ich bin auch da. Das hier ist mein ganzer Stolz, den Spawn hab ich gemacht. Mit anderen. Schauen wir mal. Habe ich Rechte? Nee. Hui. Sehr schön. Oha. Sieht gut aus. Oh, eine riesen Mauer, ein riesen leuchtendes Kreuz. Da hätte ich mit meiner Wasserkopie schon längst wieder ein Problem. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Bisschen. You are now OP. Thank you. Kommt man da auch irgendwie rein? Oh, da vorne brennt was. Schrift und bla. Wieso? Was? Also wenn ihr... Kit, ja, du bist... Schauen wir uns später du an. Du läufst doch gerade eben am Attenbereich noch vorbei. Ich hab keine Ahnung. Wieso kann ich mich nicht porten? Dashboard. Und zu Spielern /TP. Ja, aber /TP geht nicht. /TP der Isu. Ach so, das ist wieder so gemacht. Da muss ich. Alte Systeme hasse ich. Ja. Hier sieht es so aus, als wäre mal was explodiert. Ja, ein paar Sachen sind explodiert gewesen. Ihr könnt auch Warps benutzen, ne? Oha, 17 Seiten. Naja. Gehen wir mal Hotel. Hotel ist immer schön. Ich habe Isu gefunden. Du hast dich zu mir geportet. Ja, nach 5 Anläufen. Ja, das kennen wir. Du brauchst ein neues Portsystem. Essentials ja. Wäre eine Idee. Hab ich auch schon überlegt. Wir da ist dann auch. Kannst du Server auf Bucket draufklopfen. Oh.
Bucket ist ja installiert. Ah! Ja, brauchst du nicht da, da brauchst du nur noch Essentials drauf machen. Oder brauchst du nur noch /tp und den Namen eingeben. Brauchst du nur den vollen Namen eingeben. Riesige natürliche Höhle. Kannst du mir ja gleich mal eine Liste geben. Oh, oh Gott. Oh, bitte. Oh mein Gott, ich kann Isu in die Hose gucken. Echt jetzt? Ja. Oh. Und Lucian hat mich runtergeworfen. Ich hab doch gar keine Hose an. Guck doch mal. Oh. Wo geht's hier hin? Geht's da wieder raus? Ja, die haben ein Tunnelsystem gemacht, das ist krank. Ja, ich hab den Weg gefunden. So, hier ist ein leuchtendes Kreuz. Soll das eine Kirche sein? Kirche ist /Warp-Kirche. Okay, dann aber geh ich da mal hin. Warp. Kirche. Hä? Okay, es ist tatsächlich die Kirche. Ja, natürlich. Ja, ich sah jetzt nicht so aus wie eine Kirche. Also nicht so wie eine typische Kirche. Von außen. Ah, ja. Von innen ist schon... Doch, sieht gut aus. Sehr modern. Ah, mein Video ist hochgeladen. Papst Lucien. Endlich. Heiligt den Minecraft-Satan. Das war nicht meine Idee, muss ich sagen. Heiligt den Minecraft-Gott. Ja, heiligt mich. Smokey, du musst da weggehen, du bist hier unerwünscht. Ah, ciao. Schreib doch kurz ein Schild dahin. Guck mir in die Hose. Ja, ich guck dir jetzt in... Nein, es geht nicht, du musst näher kommen. Komm hier näher. Es ist eigentlich ziemlich pervers, was wir gerade tun. Nein, tun wir es nicht. warte, wenn du denkst, das ist pervers, mach mal F5 und dann soll mich mal einer hinter mich stellen. Aber ja, ich weiß schon. Ja. Ja, komm her. Ja, gib's mir. Warte. Gott. Das ist scheiße. Los. Ja. Das ist es. Okay. Und nicht so Kinnack. Okay, ist klar. Wieso, komm her. Komm, wir gehen nicht zu vergewaltigen. Warte, bitte helf, nein! Ich werde dieses Schwein jetzt missbrauchen. Ich schlage es. Achso, ich will dich vergewaltigen. Nein! Bleib still! Nein! Doch. Jesu, komm her! Was? Oh! Schockeffekt wie bei Nightmare House 2. Wir haben übrigens auch ein Hotel, ne? Warp. Hotel, ja. Warp. Hotel. Oh, schön. Jeso! Hotel. Nicht zu übersehen. Toll. Ja, auch von... Also, ja, genau. Oh, schön. Hotel. Schön. Eingang zum Pool. Hui! Oh, Lapis Lazuli. Jetzt stehe ich hier drin. Hm, und jetzt? Jetzt kannst du planschen. Wasserschlacht. Ja. Yeah. Hey, mit Spitzhacken schwimmen wir aber hier nicht hin, das tut doch weh. Ja, was? Schwert. Lucien schwimmt mit Schwertern und allem. So Zeug. Ja, und die ist was gibt's hier? Ja, wir haben damit alle Hosen an. Zu den Gästezimmern, okay. Wo ist die Anmeldung? Ich will mich gerne anmelden. Anmeldung ist im Moment offline. Ach, Anmeldung gibt's nicht, okay. Willkommen in unserem bezaubernden Hotel. Auf diesem Brett findest du wichtige Infos. Orientiere dich an den Schildern, sie führen dich egal wohin. Falls du ein Zimmer willst, wende dich an das Personal. Griefer sind unerwünscht und werden mit Bann bestraft. Als Gast in einem Zimmer darfst du trotzdem nichts umbauen. Büro von Kashing. Vor Eintritt als PN, als an mich. Nö, ich geh jetzt einfach rein. Ich auch. Ihr seid okay. So, was gibt's hier zum Archiv? Das wäre was für Kurt. Ne, hier sind gar keine Bücher, wie langweilig. Personal, Kit, Ice-Tea, freie Gästeliste. Zimmer, mal, die haben eine Zimmer, freie Zimmer, Gästeliste, oh cool. Venom, Versipelis, Ice-Tea, Cheman, Mr. Turk, Tobi, Julle, Ike. Turk, du Nase! Turk, meinetwegen auch das. Kit, Patrick, Master Chief. Stehe ich da eigentlich irgendwo? Lucien, hier steht's. Da. Wo? Am Eingang. Ah ja. Ganz unten. Ah, da. Was gibt's hier so? Kashings Lagerraum. Was wird hier denn so gelagert? Viele Kisten, sind die protected? Die sind gar nicht protected. Die wieso sind auch? Die sind noch alle leer. OP. Die sind alle leer. Bei meiner war was drin.
Ja, wir haben eine Sache veranstaltet. Wir haben hier alle hingeportet, dann durfte jeder sich was rausnehmen. Hier sind ein paar Türen, Betten, bisschen Erde, Wasser, Lava, auch nichts. Betten, Workbenches, etc. auch nicht. Dann, wo kann man was zu essen reinlegen? Dekoration bestimmt nicht. Steinkohle auch nicht. Samen, Weizen, Kakteen, Wolle, Holz, Eisen. Kann man hier nirgends was zu essen hinlegen? Ich will mein Essen nicht. Rest. Ja, Rest. Da passt es gut rein. Hier kriegt ihr ein bisschen was zu essen. Jesus stinkt. Immer diese Graffiti-Leute. Es war so klar. So, gehen wir weiter. Zu den Gästezimmern, Treppenhaus, zu den Dachgärten. Oh, schauen wir uns die Dachgärten an. Oh, das sieht schön aus hier, der Eingangsbereich schon mal. Hier geht's, oh schön, zu den Zimmern. Gehen wir erstmal auf den Dachgarten. Auch der Dachgarten sieht von unten schon ziemlich geil aus. Hm. Langweilig. Selber. Sieht gut aus. Oh ja. Was, du hast die IP in den Chat geschrieben? Ja, ja. Ist schon klar, dass jetzt 100 Leute auf den Server kommen wollen. Der Server hat zufälligerweise 100 Slots. Ah, okay. Ja, hier, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, der Dachgarten. Siehst du, komm mal her. Was? Guck. Oh, eine Pyramide. Pyramide. Wieso baut eigentlich jeder eine Pyramide? Alle bauen Pyramiden. Die Pyramide ist übrigens das erste, was protected war mit den Protected Zone. Oh, cool. Hab ich noch selbst gemacht. Aber Vorsicht! Markus, zieh dir mal auf Forsaken World und spiel morgen bei mir im Livestream mit. Ich verschieb mir noch auf abends. Hier wohnt. Ja, wann denn abends? So ab 19 Uhr oder so wär's gut. Ja, dann halt ab 19 Uhr. Ah, die Bohne ist schon wieder da. Dann lade ich mir das mal runter. Zimmer 6. Aber dann erstellen wir morgen einen neuen Charakter, ne? Ja, ja, ja. Ja, klar, bin ich dabei. Was? Und so. Ja. Ja! Soll ich auch noch dabei sein? Nö. Wenn ihr wollt. Okay. Danke, Arkus, das merke ich mir. Kids Küche, ach, Unbefugte, kein Zutritt. Zum Glück bin ich befugt. Gehen wir da mal rein. Ja, runterladen kann ich es ja schon mal. Aber Schmelzöfen, nur zum Schmelzen da. Schmelzöfen sind nur zum Schmelzen da. Schade, ich wollte damit andere Werke verrichten. Nur zum Heizen da. Nur zum Heizen da. Wieso steht hier ein Ofen und keine Xbox? Verdammt, das ist ineffizient. Ein Schalter. Essenslager. Sehr schön, da hätte ich mein Zeug hinlegen können. Oh, ganz viel. Ganz viel Zeug. Oh ja. Aber auch nur in der einen Kiste. Und hier auch noch ein bisschen was. Da sind auch ein paar. In den oberen ist auch noch hier ein bisschen. Hier auch. Hier auch. Oh, schön. Überall was zu essen. Auf einem Server, der auf Peaceful gestellt ist. Kochbücher und ein Bett zum drauf lesen. Ich sehe kein Bett. Ich auch nicht. wir mussten kürzen. Ich sehe schon, hier habt ihr auch schon ein bisschen am Bücherregal gespart. Ja, es wird halt sehr rustikal wirken. Sieht aber gar nicht so schlecht aus, das Spiel. Ja, ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Shop. Under Construction, ja, habe ich gesehen. Der hat zugemacht, der hier auch noch mit dabei war, den haben wir vom Server gebannt, weil er, ja, der war am Anfang OP, nur damit er es bauen kann. So, dann haben wir ihn weggenommen, ja, dann ist er ausgerastet, hat Lava genommen, wollte das ganze Hotel hier mitjagen und ja, Gott sei Dank konnten wir frühzeitig alles stoppen. Gästezimmer. Seitdem gibt's den Stopp. Mülleimer. Das ist ein Julis Zimmer. Der funktioniert wieder. Kid. Hier wohnt The Kid. Ich guck mal gerne in die Kartonen. Die sind leer. Ja, okay, irgendwas gucken Kid wir uns noch an. Irgendwas gucken wir uns noch an und dann. Wieso, wo bist du? Oberstes Stockwerk. Ich nehme einfach mal den Lift nach unten. Oh, wow, what a skin. Was ist das hier für ein Skin? Oh, da laufen Skins rum. Lustiger Skin. Und das... Terragott.
Was haben wir hier noch? Zu den Büros, Pool, Gästezimmer, Dachgarten, Lobby, weitere Gästezimmer. Bla. Wolfen? Was ist mit Wolfen? Darf ich mal fragen, warum Tini eigentlich einen weiblichen Skin hat? Das habe ich mich auch gefragt. Ja, ich auch. Left the game. Ist ihm peinlich. Schade. Herrlich. Okay, wo ist noch irgendein cooles Gebäude? Ein cooles Gebäude will ich mir noch angucken. Also wir haben ganz ein cooles Gebäude komplett. Dazu muss ich aber mal kurz den Bob suchen. Okay, ich werde mal sehen, ob der Kerl, der Tron-Kerl mich hier umhaut oder nicht. Hat der echt einen Diskus? Ah ne, der hat einen Admin-Kompass. Ja. Ich will auch so ein Ding haben, die Dinger sind cool. Ja, steht stimmt. Hier Turk. Willst du das Unterwasserhaus sehen? Ich will den Gebäudekomplex sehen. Ist das das hier? Hier läuft Wasser rein. Tobi! Ja! Hi! T/Hi. Warp. Ich geh aber echt gleich, glaub ich, ein bisschen lesen oder so. Plex. Welcher Warp ist das? Das ist ganz ziemlich langweilig. Ich guck grad eben Ja, okay, der Server ist auf jeden Fall zusammengefasst. Ziemlich cool. Zum Shop und bla. Muss man erstmal schwimmen gehen, dass man zum Shop kommt. Und wieso hat Smokey so einen coolen Kompass? 345 ist die Nummer. Was? 3 was? 345. 345. Cool! Yusu, wo bist du? Ach da. Ich jumpe rum. Oh, ich hab irgendwas gemacht. Hui! Oh, das fand ich schon immer cool. Hui! Wo bin ich? Wo ist Yusu? Cool! Hui! Hui! Oh, das macht mir Spaß. Jetzt nehmen wir mal den Full Room Mode. Ich bin auf dem Hotel. Ich werde jetzt nach da oben springen. Oh, wie geil! Ich will auf die große Lavasäule da hinten rauf. Da war ich schon. Ist nichts Neues für mich. Ich will aber da trotzdem hoch. Der Mond geht auf. Schauen wir uns den Server mal von oben an. Ah! Ja, danke! Ja, klasse, jetzt wollen sie alle hier hoch. War ja wieder klar. Toll, Game over. Die Sonne geht unter, der Mond geht auf, der Tron-Kerl steht hier rum. Und der Server sieht ziemlich cool aus. Und mit dieser umwerfenden Aussicht will ich mich von euch verabschieden. Dazu gehe ich natürlich nochmal private und so, ist klar. Also Gespräch halten. Finde ich schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und dass ihr auch so lange dran geblieben seid. Ich wollte eigentlich den Stream nur eine Stunde machen und dann hat es wieder länger gedauert und dann habt ihr wieder gesagt, geh in die Konfi, spiel Minecraft. Und dann habe ich das wieder gemacht und deswegen hat es wieder so lange gedauert. Sorry dafür. Ich hoffe, euch stört das nicht. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Nochmal, wenn ihr mich tatkräftig unterstützen wollt, ein Klick hier drauf genügt. Ist natürlich eure Entscheidung, wenn ihr es machen wollt, immer wieder gerne. Wenn ihr es nicht machen wollt, natürlich, dann lasst es einfach. Und ja, dann sage ich, bis zum nächsten Mal, bleibt dran. Demnächst wird auch, wenn meine Grafikkarte wieder läuft, Dead Rising weitergehen mit Seekin. Und da könnt ihr euch drauf freuen. In diesem Sinne sage ich jetzt zum 5. Mal, glaube ich, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bin Yesuanji, meine Konfi war, wer war da alles, war zumindest da. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich gebe euch jetzt noch ein episches Outro. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.